Na, die Situation, wie wir sie heute haben und vor allem die Entwicklung, die wir heute beobachten, ist natürlich eine Entwicklung, die zu immer mehr Ungleichheit führt. Da gibt es ja ganz harte Zahlen, das ist ja jetzt keine Interpretationsfrage. Die Ungleichheit nimmt zu, in Deutschland ganz massiv, insgesamt auf der Welt auch. Wir erleben ja eine Zeit, in der wir von Postdemokratie, Fassadendemokratie sprechen und alle Sorgen haben, berechtigte Sorgen, dass die Demokratie ins Rutschen kommt, gefährdet ist. Man hat in den letzten Jahren das Mantra, dieses uns geht's gut, wir leben in einer reichen Gesellschaft, so oft wiederholt, bis alle das geglaubt haben. Und dass dem nicht so ist, kann man, wenn man durch die Straßen geht, einfach auch sehen inzwischen. Also wenn man die ganzen Meinungsumfragen nimmt, so ist das ganz eindeutig. Eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung sagt bei allen Umfragen, egal wer die macht, dass die Verhältnisse in Deutschland sozial ungerecht sind und dass sie ungerechter geworden sind. Also es bewegt sich zwischen 2/3 und 4/5 immer die Zustimmung zu dieser These. Das gilt nicht für diejenigen, die in Machtpositionen sitzen. Die sehen das wesentlich entspannter. Klar, formal leben wir in einer Demokratie, das wissen wir alle. Wir haben eine parlamentarische Demokratie, wir haben keine direkte Demokratie, wir haben auch keine Elemente von direkter Demokratie, nur auf der Ebene der Bundesländer. Ja, wie demokratisch sind wir? Das ist, im Grunde würde man es ja daran bemessen, inwieweit setzt sich der Willen der Mehrheit der Leute durch. Danach kann man es ja eigentlich bemessen, denn das ist ja Wesen einer Demokratie, dass sich die Interessen und die Wünsche der Mehrheit der Bürger tatsächlich durchsetzen und tatsächlich umgesetzt werden. Und da kann sich, glaube ich, jeder selbst fragen, inwieweit das in unserer Gesellschaft möglich ist und praktiziert wird. Ich kann da mal ganz privat darauf antworten. Ich bin ja im Alter von 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Das war Anfang der 60er Jahre. Und das war die Zeit, in der alle Leute vom Sozialstaat geredet haben, in der wir als Kinder also auch tatsächlich vom Sozialstaat profitiert haben. Und wenn ich jetzt einen Bogen schlage in die heutige Zeit, dann hat sich das Bild in Deutschland gewaltig verändert. Also als Kinder oder mit im Alter von 10 bis 12 Jahren haben wir keine bettelnden Menschen gesehen. Wir haben keine alten Menschen gesehen, die im Müll gegraben haben. Also all das hat sich total verändert. Wir haben ein Heer von prekär Beschäftigten. Das ist eigentlich immer krasser geworden, was Zeitarbeit angeht, was prekäre Jobs angeht, was Leute angeht, die aufstocken müssen. Ja, wir haben über 1 Million Aufstocker in diesem Land. Das heißt, Leute, die teilweise Vollzeit arbeiten und es trotzdem nicht schaffen, auf Hartz-IV-Niveau am Ende zu kommen. Und das muss der Staat aufstocken. Ja. Und in so einem Land kann man einfach nicht behaupten, dass der Reichtum durchsickert nach unten. Ne. Das ist einfach nur eine Behauptung, die immer wieder so lange aufgestellt wird, dass es alle glauben und dass sie ja nicht rütteln an den bestehenden Verhältnissen. Wenn man es mal von der politischen Seite her betrachtet, muss man sagen, dass Deutschlands Entwicklung die Entwicklung in der ganzen Welt widerspiegelt. Nämlich einen absoluten Niedergang, eine Explosion der sozialen Ungleichheit. Ich selbst lebe in Berlin. In Berlin lebt jeder dritte Mensch von Hartz IV. Das heißt, das soziale Auseinanderdriften in Deutschland hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz gewaltig zugenommen. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn das irgendwie in Zukunft anders werden würde. Das ist real. Das ist jetzt nicht nur ein Gefühl, wie viele sagen, ja, die Leute fühlen da irgendwas. Nein, das ist tatsächlich real. Die Ungerechtigkeit nimmt zu, die Ungleichheit nimmt zu. Und damit nimmt auch die Dringlichkeit zu, über Demokratie zu reden und über die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung, über die Möglichkeit der direkten Bürgerbeteiligung zu reden. Denn wenn man das wegwischt und sagt, nein, das ist irgendwie zu riskant und die Ungleichheit nimmt zu, ja, dann steuern wir natürlich auf geradem Wege auf eine gewaltsame Revolution zu. Das ist ja ganz logisch, anders kann es ja nicht sein. Diese Spannungen, wenn die zunehmen, die werden sich ja entladen in irgendeiner Form. Und wenn man das auf einem sanften Weg haben will und nicht auf einem gewalttätigen Weg, dann muss man sich aktiv dafür einsetzen, dass die Leute direkt mitentscheiden können bei wichtigen Fragen. Also wir haben 2012 eine große Studie gemacht und haben die Personen, die die 1000 wichtigsten Machtpositionen in Deutschland bekleiden, gefragt. Und da waren es gerade mal 43%, die der Meinung waren, dass die Verteilung in Deutschland nicht gerecht ist. Die Mehrheit hat gesagt, das ist eine gerechte Verteilung. Und je reicher und
wohlhabender die Eliteangehörigen aufgewachsen sind, umso unproblematischer war das für die. Das war für mich das Interessante. Die Arbeiterkinder in den Eliten lagen noch relativ nah an der Bevölkerungsmeinung, während diejenigen, die aus großbürgerlichen Verhältnissen, also aus den oberen 5 Promille der Bevölkerung stammen, mit einer überwältigenden Mehrheit der Meinung waren, das ist alles schon okay so, das ist gerecht, ist eben leistungsadäquat. Und wir, unsere Väter, Großväter, haben halt viel geleistet und deswegen sind wir so reich. Und das kann auch ruhig so bleiben. Und das hat sich dann immer am deutlichsten niedergeschlagen, wenn es darum ging, wie kann man das ändern. Das ist dann immer die Frage nach höheren Steuern. Das war überhaupt nicht quantifiziert, wie stark die Steuern steigen sollten, sondern es war nur die allgemeine Frage, ob man überhaupt höhere Steuern wichtig findet auf hohe Einkommen und Vermögen. Und das war selbst bei den Spitzenmanagern so, dass die wenigen Arbeiterkinder, die es da gab, sich für höhere Steuern mehrheitlich ausgesprochen haben, während die Mehrheit der Spitzenmanager, die aus reichen oder wohlhabenden Familien stammt, mit einer überwältigenden Mehrheit dagegen waren. Sodass man feststellen kann, es gibt eine große Kluft zwischen der Meinung der Bevölkerung und der Meinung derjenigen, die in Machtpositionen sitzen, also der Elitenangehörigen. Was bei der Bevölkerung nicht klar ist, woher diese Ungerechtigkeit rührt. Was wir im Augenblick erleben, ist jedenfalls eine Phase, in die Deutschland mit hineingezogen wird, weil es auf der ganzen Welt anfängt, sich anzudeuten, dass wir am Anfang eines wahrscheinlich sehr fundamentalen Transformationsprozesses stehen, wo sich die Art, wie Menschen bisher zusammengelebt haben, wohl nun auch ganz grundsätzlich verändern wird. Und wir haben dafür noch keine richtige Antwort. Deshalb fühlen sich in Deutschland sehr viele Menschen auch verunsichert. Sie ahnen, dass es so wie bisher, so mit Friede, Freude, Eierkuchen, nicht weitergehen kann. Und sie haben aber keine Idee, wie das, was wir jetzt an politischen Systemen haben und was sich als unfähig erweist, diese Probleme tatsächlich zu lösen, wie dieses politische System durch was anderes ersetzt werden kann. Also diese Entwicklung, die wir in den letzten 2 Jahrzehnten beobachten, schreitet ja kontinuierlich voran. Das heißt, wir haben, wenn auch inzwischen abgeschwächt, ein stetiges Ansteigen der Armut. Und wird darauf hingewiesen, dass das seit 2005 sich eigentlich nicht mehr verändert hätte. Wir haben zwischen 1998 und 2005 ein sehr starkes Ansteigen gehabt. Danach ist es nur noch moderat gestiegen, aber es steigt fast kontinuierlich. Der Anteil der Bevölkerung, der arm ist, vor allem der Anteil der Kinder, die arm sind, weil das größte Armutsrisiko im Augenblick ist, wenn man alleinerziehend mit mehreren Kindern ist. Das ist der höchste Prozentsatz. Also da sind, glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über 40% der Betroffenen zählen zu den Armen in der Gesellschaft. Das setzt sich kontinuierlich fort, obwohl wir in Deutschland wirtschaftlich in einer vergleichsweise guten Situation sind. Und so macht sich eine Gesellschaft am Ende ganz einfach, indem sie einfach sich nicht hinterfragt und fragt, was sind die strukturellen Probleme, die dazu geführt haben, dass es Armut gibt in diesem Land oder auch weltweit gibt, sondern einfach sagt, ja, das ist halt so, man hat sich daran gewöhnt und am Ende auch ja, die Schuld dem Einzelnen in die Schuhe schiebt und sagt, wenn der funktionieren würde, wenn er hart arbeiten würde, wenn er fleißig wäre, dann wäre der auch heute Millionär. Man kann der Bevölkerung nicht permanent, auch wenn alle Medien sich da einig wären, erzählen, es wird alles immer besser, wenn die konkreten Lebenserfahrungen dem nicht entsprechen. Das kann man eine Zeit lang machen. Dann haben die Leute das Gefühl, na ja gut, vielleicht ist es bei uns noch nicht angekommen, aber spätestens nach ein paar Jahren sagt man, das ist Quatsch. Die erzählen uns was, was nicht stimmt. Das heißt, die realen Erfahrungen sind immer die Basis für alle politischen Entscheidungen. Die Frage, wie stabil die Demokratie noch ist, gehört ja im Moment zu den meist umstrittenen, meist umsorgten Fragen. Alle haben Sorge, dass die Demokratie abstürzen könnte. Als Ursache wird oft eine Repräsentationslücke zwischen oben und unten benannt. Eine Art Wut und Desillusionierung und Enttäuschung, dass man selbst nicht gehört wird mit seiner Meinung.
Also ich mache ja sowas schon sehr lange. Und man konnte sagen, immer wenn man gefragt worden ist, konnte man sagen, die Entwicklung geht weiter. Da wird nichts besser, sondern es wird immer schlechter. Weil die politischen Beschlüsse, die im letzten Jahrzehnt gefällt worden sind, sind alle noch gültig. Es ist nichts zurückgenommen worden. Es sind allenfalls minimale Korrekturen vorgenommen worden, wie zum Beispiel in der Rentenpolitik. Aber im Großen und Ganzen ist die Politik, die die letzten 10 Jahre massiv durchgesetzt worden ist, immer noch gültig. Man hat sie jeweils dann bestätigt, wie bei der Erbschaftssteuerregelung. Und das bedeutet, die Gesellschaft wird zunehmend auseinandergerissen. Und das kann man an ganz vielen Ecken und Enden erkennen. Die Demokratie ist gefährdet. Und das liegt auch daran, dass sie strukturell Schwächen hat, die immer da waren und die im Moment in dieser Stimmungslage deutlicher zum Vorschein kamen. Also ich glaube, eine ideale Demokratie hat es überhaupt noch nie gegeben, zu keinem Zeitpunkt. Sie hatte immer oligarchische Züge, war immer abgehoben, aber in Zeiten, in denen es den meisten Menschen gut geht, ist das nicht so relevant, dann merkt man es nicht so. Aber sobald das sich ändert, merkt man diese Defizite der Demokratie und in einer solchen Phase sind wir im Moment. Früher habe ich gedacht, mit Wahlen könnte man was verändern. Und vielleicht war das auch mal so. Aber mir scheint, als seien die Möglichkeiten, heute durch Wahlen wirklich etwas zu verändern, zunehmend beschränkt. Wenn es so ist, dass nur ein kleiner Teil von den politischen Entscheidungen des Landes profitiert, während ein großer Teil verliert, haben wir das so gewählt? Ist diese Entwicklung tatsächlich von großen Teilen der Bevölkerung gewünscht und gemeinsam entschieden worden? Und warum haben die Ansprüche weniger größeres Gewicht als die Bedürfnisse der vielen? Wie demokratisch ist Deutschland? Und welche Rolle spielen wir dabei selber? Und Deutschland ist eine liberale Demokratie. Das ist in 4 Abstufungen eines Göteborger Instituts, das weltweite Demokratie untersucht, die höchste Stufe. Also wir dürfen uns glücklich schätzen, zu den 14% der Weltbevölkerung zu zählen in Deutschland, die das höchste Maß von Demokratie genießen. Und gleichzeitig ist auch diese höchste Entwicklungsstufe der Demokratie nicht makellos und manche Makel sind so schwerwiegend, dass man zur Auffassung gelangen könnte, das ist eigentlich gar keine Demokratie mehr. Ja klar haben wir eine Demokratie, steht doch überall drauf. Und Frage ist nur, was wir unter Demokratie verstehen und ob das, was wir Demokratie nennen, das ist, was wirklich allen Menschen hilft, sich in unserem Land zu Hause zu fühlen. Dort sich auch einsetzen zu wollen, dass es gemeinsam vorangeht. Und da könnte es sein, dass dieser gegenwärtige Zustand, den wir Demokratie nennen, noch nicht so ganz optimal ist. Also nach den Maßstäben, dass Demokratie bedeutet, eine Stimme für jeden, gibt es ein großes Demokratiedefizit, weil man sagen kann, es geht ein Teil nicht hin. Das ist schon mal feststellbar und das ist auf den unterschiedlichen Ebenen. Also bei Bundestagswahlen ist dieser Prozentsatz immer noch relativ gering. Da geht ungefähr ein Fünftel nicht hin, aber bei Landtagswahlen ist es dann schon ein Drittel oder im Osten manchmal sogar die Hälfte. Und bei Kommunalwahlen ist es in der Regel schon fast die Hälfte, die nicht hingeht. Dazu kommt, dass die Wahlenthaltungen sehr unterschiedlich gestaffelt sind. Also bei denen, die besonders betroffen sind, bei den ärmeren Teilen der Bevölkerung, sind die Wahlenthaltungen immer sehr viel größer. Also wenn man Großstädte nimmt, kann man immer sagen, die Wahlenthaltung in den ärmeren Vierteln ist 50-100% größer als in den wohlhabenden Vierteln. Die gehen immer noch zu 85-87% wählen, wenn in den ärmeren Vierteln ist der Prozentsatz zwischen gut 40-60%. Das sind also deutlich weniger. Das heißt, diejenigen, die eigentlich am stärksten von der negativen Entwicklung betroffen sind,
entziehen sich dem politischen Willensbildungsprozess. Das gilt für Parteimitgliedschaften, für alles andere ähnlich. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für die meisten anderen Länder genauso. Also in den USA hat man mal Untersuchungen gemacht, dass die unteren 10% eine Wahlbeteiligung haben von weniger als 25%, während die oberen 10% zu 85% wählen gehen. Das bedeutet, wenn man es jetzt ganz extrem sagt, wenn man beim oberen Viertel der Bevölkerung eine Zweidrittelmehrheit hat, hat man die Wahl gewonnen. Man kann das aus so vielen Untersuchungen auch sehen, dass die, die abgehängt sind, auch eine gewisse Lethargie entwickelt haben. Die haben aufgegeben. Die haben sich eingerichtet in ihre Hoffnungslosigkeit, dass sich für sie was ändert. Die haben keine Perspektive mehr. Und deshalb sagen sie sich, warum sollen wir zur Wahl gehen? Es gibt auch bei den politischen Parteien niemanden mehr, der unsere Rechte und unsere Stimme ist. Die gibt es nicht mehr. Und deshalb gehen die da gar nicht mehr hin, die wählen gar nicht mehr. Die sind politisch auch dann nicht mehr relevant geworden für die Parteien, weil sie gemerkt haben, die gehen nicht mehr wählen. Also brauche ich mir für die auch gar keine Politik machen, weil sie werden mir am Ende ihre Stimme ja eh nicht geben. Solange die, die nicht wählen gehen, sich das gefallen lassen, ist das für die Machtposition völlig unproblematisch. Ich habe fast 10 Jahre in Mainz gewohnt und in der Zeit gab es in Wiesbaden mal eine Oberbürgermeisterwahl mit einer Wahlbeteiligung von gut 25%. Der Oberbürgermeister hat deswegen dieselben Befugnisse wie mit einer Wahlbeteiligung von 80%. Und dass wir in der Bundesrepublik von den Wahlbeteiligungen der 70er, der 80er Jahre inzwischen auch deutlich weg sind, spielt auch keine Rolle. Die Regierungen können ja trotzdem über dieselben Ressourcen verfügen. Das heißt, für diejenigen, die in Machtpositionen sitzen politisch, spielen Wahlbeteiligungen nur dann eine Rolle, wenn diejenigen, die nicht hingehen, nicht mehr passiv bleiben muss. Aber solange sie das nicht machen, und das ist ja in den meisten Ländern der Fall, kann das denen relativ egal sein, die in Machtpositionen sitzen. Und wie das Beispiel USA zeigt, wo man sich über lange Jahrzehnte an Wahlbeteiligung gewöhnt hat, zwischen knapp 40 und gut 50%. Bei nationalen Wahlen, bei regionalen Wahlen ist das zum Teil noch deutlich geringer. Dann kann man sagen, na gut, es ist gelaufen und die, die nicht wählen gegangen sind, haben sich das eben dann gefallen lassen und mussten damit den Konsequenzen leben. Naja, die Frage ist ja, was bewirkt man mit Wahlen als Wähler? Wie viel Macht hat man als Wähler wirklich? Im Grundgesetz steht, alle Macht geht vom Volke aus, aber sie kommt offenbar nie zu ihm zurück. Sie geht weg und das ist eine Frage des Mandates der Abgeordneten. Die haben das sogenannte freie Mandat, was sie angeblich frei macht gegenüber ihrem Gewissen. Aber in Wahrheit macht es sie frei gegenüber dem Wählerwillen. Sie können dann einfach machen, was sie wollen mit diesem freien Mandat. Das heißt, sie können natürlich nicht machen, was sie wollen, sondern sie müssen ihre Freiheit vom Wähler weg zur Fraktionsdisziplin geben. Und das ist das eigentliche Problem. Natürlich entscheiden Wahlen darüber, wer Mehrheiten im Parlament hat. Das hängt dann vom Wahlsystem ab. Also wie gesagt, in Frankreich, in allen Ländern mit Mehrheitswahlrecht kann es sein, wie auch in den USA, dass man ohne eine Mehrheit bei Wahlen zu bekommen, geschweige denn eine Mehrheit der Abstimmungsberechtigten, trotzdem gewählt ist. Also Trump hat weniger Stimmen gekriegt als Clinton und ist trotzdem Präsident geworden. Und jetzt bei den Senats- und Gouverneurswahlen hat man wieder ähnliche Sachen feststellen können. Aber auch da, wo es ein Verhältniswahlrecht gibt, wie in der Bundesrepublik, muss man letztendlich sagen, man kann dann eine Partei wählen. Damit ist aber nicht garantiert, dass das, was man gewählt hat, auch gemacht wird. Das Musterbeispiel dafür war 98. 98 hat die SPD unter Schröder und Lafontaine einen aus heutiger Sicht grandiosen Wahlsieg davon getragen, weil die Leute die Kohlpolitik leid waren. Und der Wahlsieger ist errungen worden mit dem Versprechen soziale Gerechtigkeit. Man hat sich von der SPD versprochen, die war ja seit 82 nicht mehr an der Regierung. Das wird so ähnlich sein wie unter Brandt und vielleicht auch wie unter Schmidt, also sozial vergleichsweise ausgewogen im internationalen Vergleich. Es wird was für die breite Bevölkerung gemacht. Und dann hat man nach einem Jahr festgestellt, nach dem Rücktritt von Lafontaine, es wird eine völlig andere Politik gemacht. Also unter Schröder sind die gravierendsten Einschnitte in sozialer Hinsicht beschlossen worden, die es in der Bundesrepublik bis heute gegeben hat. Dafür ist er nicht gewählt worden. Aber er war an der Macht. Ja, das ist eben das Risiko bei einer repräsentativen Demokratie. Das ist ja genau der Punkt.
Also wenn wir jetzt ein rein direktes System hätten, wäre das ja nicht möglich, weil ja jede Abstimmung dann direkt vom Volk in seiner Gesamtheit entschieden werden würde. Da wäre das unmöglich, dass sich eine Minderheit durchsetzt. Das geht eben, das ist eben das Risiko eines repräsentativen Systems. Und dieses Risiko ist deshalb so besonders groß und es kommt zu solchem dramatischen Ergebnis, wie ich es gerade geschildert habe, weil wir eben nicht mal Elemente direkter Demokratie auf Bundesebene haben. Und da stellt sich dann am Ende ja immer wieder die Frage, auch augenscheinlich für große Teile der Bevölkerung, ist das hier demokratisch? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Es ist nicht demokratisch, weil wir ja gar keine Möglichkeit haben, in diesen Prozess einzuwirken. Wie können wir davon ausgehen, dass die Ergebnisse eines demokratischen Prozesses, eines vermeintlichen Prozesses am Ende zu unseren Gunsten ausfallen, wenn wir gar nicht unsere Position mit reingeben können? In vielen Themen weiß man ganz genau, was der Wählerwille eigentlich ist. Also über 80% wollen keine kriegerischen Einsätze, keine Rüstung, kein Rüstungsexport in Krisengebiete. Drei Viertel wollen, dass die Renten besser abgesichert sind, dass die Sozialleistungen stabil sind und nicht weiter nach unten durch Konkurrenz gebracht werden können, die prekären Arbeitsverhältnisse. Also ganz viele Meinungen sind völlig klar und werden trotzdem nicht durchgesetzt. Und da ist ja die Frage, wo beginnt der Cut, wo ist diese Kluft, dass man sich einfach darüber hinwegsetzen kann, dass man auch die Frechheit hat, sich darüber hinwegzusetzen. Und da entscheiden eben Gremien, die eigentlich demokratisch nicht legitimiert sind. Das beginnt bei der EU-Kommission, die niemand gewählt hat. Über das EU-Parlament, das gesetzlich eigentlich nicht eingreifen kann. Bis zu der Frage, wer macht hierzulande wirklich solche Gesetze? Wer berät? Wer besticht? Wer hat da Einfluss? Der Wähler hat offenbar zu wenig Einfluss. Und das wird auf die Dauer so nicht durchzuhalten sein. Das heutige Maß an Ungleichheit ist das Ergebnis politischer Entscheidungen. Der Staat hat die Macht, die Ungleichheit zu verstärken oder ihr entgegenzuwirken. Wenn die Wähler über ihre Repräsentanten zu wenig Einfluss auf diese Entscheidungen nehmen können, sollten wir uns nicht nur fragen, wen wir wählen, sondern was wir eigentlich wählen. Ja, wir haben in den westlichen Gesellschaften die repräsentative Demokratie, die gemeinhin auch als das Nonplusultra oder fast als einzige Möglichkeit von Demokratie behandelt wird. Aber wenn wir in die Geschichte gucken, dann hatten wir ursprünglich in den antiken Demokratien niemals repräsentative Demokratien, sondern es war ein anderes Mandat. Wir hatten immer ein gebundenes Mandat. Ein imperatives Mandat, das kennt die repräsentative Demokratie nicht. Der Unterschied ist, dass man bei dem gebundenen Mandat viel stärker an den Wählerwillen gebunden ist. Das heißt, man ist eigentlich jederzeit mehrheitlich absetzbar, wenn man seine Versprechungen nicht einhält oder wenn man plötzlich andere Wege einschlägt, die so nicht vorgesehen waren. Man hat viel stärkeren Kontakt mit seinen Wählern. Das ist ja heutzutage über die neuen Techniken auch möglich. Auch in der Massendemokratie. Dieses war das gebundene Mandat und das hat sich eigentlich auch in allen revolutionären Bewegungen immer fast wie von selber ergeben, dass man viel mehr diesen Draht hatte zu den Bürgern, zu den Wählern. Nach der Pariser Kommune, wo das natürlich auch so war, fast so eine Art Rätestruktur, wurde dann diese Art von imperativem Mandat richtig verboten. Es war eine konterrevolutionäre, monarchistische Verfassung und die hat dann das sogenannte freie Mandat, die repräsentative Demokratie, die wir heute noch haben, eingeführt. Eigentlich ein monarchistischer Gedanke, der die Abgeordneten zu einer Art von Disziplin zwingt, die ein formales Durchregieren erlaubt. Nicht so flexibel ist, auf neue Stimmungen, neue Probleme zu reagieren, sondern eigentlich dem Staat es leicht macht. Also der Wähler
gibt eigentlich seine Stimme ab und hat keinen Einfluss mehr darauf, was in den nächsten 4-5 Jahren damit passiert. Und nach 4-5 Jahren wiederholt sich das Spiel von vorne. Das ist der strukturelle Mangel der repräsentativen Demokratie. Und der ist ja auch gar nicht neu. Der ist ja von vielen klugen Leuten immer wieder reflektiert worden. Also ich will gar nicht bei Rosa Luxemburg anfangen. Also dass die Linken, die Marxisten, ein gebrochenes Verhältnis zur bürgerlichen Demokratie haben, ist ja bekannt. Aber es gibt einfach ganz viele kluge bürgerliche Leute, die das kritisiert haben. Von Hannah Arendt, die gesagt hat, das ist die Form, Wähler und Regierung zu trennen. Und das, es wird immer nur eine abgehobene Elite bedient. Und das ist keine Zukunftsform. Sie wiederum hatte das von ihrem Lehrer Karl Jaspers, den sie als den einzigen wahren Nachfolger von Kant genannt hat, den sie sehr verehrt hat. Und der in seinem Buch 1966, glaube ich, erschienen in der Bundesrepublik, wohin treibt die Bundesrepublik, genau das beschrieben hat, dass man über Wahlen sehr wenig Einfluss hat, dass es eigentlich in dem Sinne nicht wirklich eine Auswahl von Alternativen gibt, weil die Bevölkerung, die Bürger in die wirklich wichtigen existenziellen Fragen nicht einbezogen werden. Fragen Krieg und Frieden, Fragen Haushalt, Sozialgeschichten. Da sind sie eigentlich außen vor. Er hat es bezeichnet als eine Akklamation zur Parteienoligarchie, war seine Bezeichnung. Und später, Ende der 60er Jahre, muss man einfach erinnern, das hat es alles gegeben. Da haben die Jusos gesagt, diese Form von Demokratie ist passé. Das ist eine Herrschaftsstruktur, an die wir nicht rankommen. Wir wollen jetzt eine Rätestruktur. Anfang der 70er Jahre hat der Spiegel geschrieben, das demokratische Modell der Bundesrepublik steht zur Diskussion, ist gefährdet, ganz alarmiert. Die SPD war gespalten. Schließlich hat man sich wieder eingekriegt und sich den üblichen Strukturen angepasst. Aber dann kam Anfang der 80er Jahre die Grünen mit denselben Forderungen. Die wollten auch diese verknöcherten Herrschaftsstrukturen aufbrechen. Und damals hat man den Grünen gesagt, wartet mal ab, der Parlamentarismus wird euch verändern, ihr werdet das Parlament nicht verändern. Wie wirken denn Parteien oder in welchem Zusammenhang stehen Parteien in unserem System? Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, in der es nach Artikel 20 in Verbindung mit 21 Grundgesetz heißt, dass die Parteien für die politische Willensbildung mitverantwortlich sind. Das heißt, das Angebot, was uns als Bevölkerung, als Bürger gemacht wird, sich in die Politik einzumischen, neben den Wahlen, ist, in eine Partei einzutreten und dort an der Debatte, an der politischen Lösungsfindung, am Ideenwettbewerb mitzuwirken. Jetzt muss man sich natürlich genau damit beschäftigen, wie funktionieren Parteien. Und ich glaube, der offensichtlichste Widerspruch ist, dass Parteien nicht demokratisch sind. Also, es ist eine Illusion zu glauben, dass man mit einer Idee in eine Partei gehen kann und diese Partei von unten, Kraft dieser guten Idee, dieser guten politischen Vorstellung für die Zukunft, vielleicht auch dieser Vision, es schafft, diese Idee bis oben in die obersten Kreise durchsickern zu lassen oder diffundieren zu lassen, dass sie dann plötzlich politische Forderung in einem, zum Beispiel Parlament in Berlin wird. Sondern als Parteipolitiker erfolgreich zu sein, erfordert, an der richtigen Stelle mal die Hand zu heben und an der richtigen Stelle es auch mal zu lassen. Das heißt, so wie wir Parteien organisieren, werden dadurch vor allem eine Fraktion von Menschen gefordert, nämlich Parteisoldaten. Leute, die zu den Gegebenheiten, die innerhalb der Partei bestehen, zu den Seilschaften, zu den Agendas, die da sozusagen vorgegeben sind, an der richtigen Stelle Ja sagen. Das ist das, was Parteien in Deutschland schaffen. Und wenn es so wäre, wie es uns sozusagen gemeinhin verkauft wird, dass man in eine Partei gehen könnte und dort seine Idee präsentiert und dann mit dieser Idee aufsteigt oder es in Basisabstimmungen dazu führt, dass diese Idee ins Parteiprogramm gehoben wird, dann würde ich sagen, ja, es ist wirksam, sich über Parteien in der Demokratie einzumischen. Aber gerade weil Parteien nicht demokratisch sind, ist das eben ein total unwirksames Mittel. Fast schon so, als wäre es gewollt.
fast schon so, als wäre es gewollt, entgegen des demokratischen Prinzips plötzlich Parteistrukturen zu bauen, die eben genau in Pyramiden funktionieren. In den Gesetzmäßigkeiten von Überordnung und Unterordnung und eben nicht in Gleichwertigkeit. In seiner derzeitigen Form und Zusammensetzung stößt das Parlament an mehrere Grenzen. Und eine ist, dass die Parteien im Parlament zueinander in Konkurrenz stehen. Und wenn eine Partei einen Vorschlag macht, dann sind die anderen oft aus Prinzip dagegen, weil sie sich im Wettbewerbsmodus befinden. Und vielleicht bringt uns der Kooperationsmodus, der ja evolutionär sich als überlegen herausgestellt hat und auch ethisch und sozialpsychologisch sich als der bessere Umgangsweg erwiesen hat, auf eine neue Spur. Und ich möchte das am Beispiel eines Gesprächs erklären. Wettbewerb, haben wir gesagt, heißt, ich gewinne und du verlierst. Und wenn ich das als Haltung, als Mentalität, als Werteinstellung verfolge, dann werde ich in einem Gespräch, in einem politischen Gespräch, wo wir eigentlich eine gemeinsame Lösung suchen, werde ich immer versuchen, als der Bessere darzustellen. Das heißt, selbst wenn du etwas Weiseres sagst als ich, werde ich das schlecht reden und sagen, du hast Unrecht und ich habe die bessere Meinung. Und da kann einfach keine bessere Lösung herauskommen, als wenn ich im Kooperationsmodus bin. Und der Kooperationsmodus heißt, wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich die beste Lösung zu finden für ein gesellschaftliches Problem. Und das heißt, ich höre dir zu. Und wenn du in einem Aspekt etwas Weiseres hast als ich, dann werde ich das integrieren in unseren gemeinsamen Lösungsvorschlag. Und nur dann, wenn ich etwas mehr sehe, was du nicht siehst, dann werde ich das beisteuern. Und in Summe ist das Ergebnis unter Garantie besser, als wenn wir im Wettbewerbsmodus versuchen würden, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und ein erstes konkretes Beispiel, um wie viel besser der Kooperationsmodus ist, sind die Bürgerinnenräte. Irland, glaube ich, war das positive Fanal. Da waren die politischen Parteien an der Regierung und im Parlament in einer Sackgasse. Und sie konnten die Fragen der Abtreibung und der gleichgeschlechtlichen Ehe, die das Land tief gespalten haben, aus der kamen sie nicht heraus, weil sie im Wettbewerbsmodus waren. Und dann haben sie die Menschen an runde Tische eingeladen. Und an diesen runden Tischen haben die Menschen gemeinsam, das war ihr Auftrag, sucht gemeinsam eine Lösung. Und niemand hat gefragt, von welcher Partei bist du? Sondern alle hatten das gleiche Ziel. Sie waren im Kooperationsmodus. Und herausgekommen sind Lösungsvorschläge, die in Volksabstimmungen angenommen wurden. Und die Kooperation hat das Land befriedet. Es gibt weitere Aspekte, die man in dieser Hinsicht machen kann. Man kann zum Beispiel, und das zeigt uns die Schweiz, direktdemokratische Elemente zu einer parlamentarischen Demokratie hinzufügen. Das heißt, es ist schon völlig richtig, dass ein Parlament und auch irgendwie gewählte Vertreter regelmäßig dort Entscheidungen treffen. Aber sobald die Bevölkerung das Gefühl hat, hier läuft irgendwas nicht richtig, können sie eine Volksinitiative starten. Wenn die ein gewisses Quorum erreicht, wird es zu einem Begehren. Das Parlament ist dann interessanterweise in der Schweiz verpflichtet, den Diskurs zu organisieren. Das heißt, die eigentliche Aufgabe des Parlaments ist dann, für die Bevölkerung Argumente zu sammeln, um sie in ein sogenanntes Abstimmungsbüchlein zu packen und dann frei Haus den Bürgern nach Hause zu schicken, pro und contra für diese Abstimmung. Es gibt 4 Termine im Jahr, wo jeweils 5 solche Abstimmungen passieren können, also insgesamt 20 im Jahr. Und dann können Bürger darüber entscheiden, was am Ende des Tages wirklich passiert. Also auch da hätten wir die Möglichkeit, unser System anzureichern, um ein solches selbstregulierendes, aus der Bevölkerung kommendes Element. Und dann würde ich halt eigentlich ein System bevorzugen, wo der einzelne Politiker sozusagen gemäß seinem Leistungsausweis beurteilt wird. Also wo man wirklich sieht, ich habe jetzt dieses Anliegen, dann will ich halt wissen, Rüstungsexporte, was hat dieser Politiker gestimmt in den letzten Jahren, wo er eben im Amt war? Weil das ist ja protokolliert, man kann das nachsehen. Und da gibt es digitale Techniken, es gibt Apps, wo man eingeben kann, dieser Politiker, was hat der gemacht? Finde ich besser, als wenn man einfach eine ganze Partei blind wählt.
Also im Moment haben wir halt eine Situation, in der sich Parteien 8 Wochen lang alle 4 Jahre um uns als Bürger scheren und sich dafür interessieren. Sie umwerben uns fast schon, lächeln von Plakaten, versprechen uns tolle Sachen, die sich PR-Agenturen ausgedacht haben. Also das ist natürlich auch klar. Und spätestens mit der eigentlichen Wahl ist dann aber dieses Interesse an der Bevölkerung plötzlich verschwunden. Und andere Strukturen, parteiinterne Seilschaften, auf der Liste stehen bleiben, in der Fraktion einen guten Stand haben, sind plötzlich das Wichtigste, wo man sich als Politiker dran orientiert. Und dann gibt es eben einen parlamentarischen Prozess, und das müssen wir uns immer irgendwie auch klar machen. Die Situation, in der wir leben, die basiert ja auf konkreten Entscheidungen. Also, dass es TTIP oder CETA gibt, dass wir in Afghanistan sind, das sind vom Parlament getroffene Entscheidungen. Das heißt, am Ende von 600 bis 709 derzeit Abgeordneten konkret verabschiedete Dinge. Das heißt, eigentlich können wir ja auch Personen dafür zur Rechenschaft ziehen, dass sie diese Entscheidung mitgetragen haben und mitgetroffen haben. Und wir müssten nur eine Möglichkeit besitzen, eben innerhalb der Legislaturperiode in den politischen Prozess einen derartigen Einblick zu haben, erstmal zu verstehen, was passiert da, also welche Abstimmungsvorhaben werden da wie positioniert, platziert, welche Gegenentwürfe gibt es auch da und wie positionieren sich denn ganz konkret dann die Parteien zu diesen Entwürfen. Und wenn wir das hätten, also wenn wir diese Möglichkeit hätten, diesen Überblick zu wahren, plus dazu noch die Möglichkeit, selber abzustimmen und damit so eine Intelligenz schaffen, die einfach die eigenen Stimmen zu diesen ganz konkreten Gesetzen sammelt, plus immer auf dem Handy vergleicht mit dem, was politisch passiert, dann kann ich am Ende vor einer Wahl, nämlich basierend auf den Tatsachen, mir angucken, mit wem stimme ich denn eigentlich am meisten überein? Wer hat mich am besten vertreten in meinen Interessen? Und das macht die Democracy App. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, eine Demokratie-App zu machen, um eben Meinungen zu messen aus der Bevölkerung, um das den Politikern zur Verfügung zu stellen, ist mir die Bedeutung dessen ganz klar geworden auf beiden Seiten. Also erstmal, wir als Bevölkerung brauchen die Möglichkeit, unseren Politikern auf die Finger zu gucken, unsere Politiker hinsichtlich ihrer Repräsentationsqualität irgendwie sie messen zu können darin, wie gut sie das machen. Aber auf der anderen Seite brauchen auch die Politiker uns, weil wenn wir ehrlich sind, wie sollen sie denn wissen, was wir wollen, wenn wir gar nicht gefragt werden? Ist es nicht erstaunlich, dass wir unsere Mitbestimmung noch immer darauf beschränken, alle 4 Jahre Repräsentanten zu wählen, die für uns entscheiden? Wenn es doch darum geht, die Vielfalt der Interessen aller Repräsentierten gleichermaßen zu berücksichtigen, warum bilden wir diese nicht dementsprechend ab? Denn wie gut die Absichten eines Repräsentanten auch sein mögen, die Frage ist doch, was möchten die Wähler? Und warum können sie eigentlich nicht selbst entscheiden? Warum haben wir keine Abstimmungen? Da gibt es natürlich eine ganz große Angst, eine ganz große Sorge. Und viele Leute sagen, auch viele, ich sag mal in Anführungszeichen, aufgeklärte Leute sind der Meinung, ja, man kann doch nicht das ganze Volk entscheiden lassen, die meisten sind doch dumm, wird dann mehr oder weniger offen gesagt. Und das ist ein sehr problematisches Argument. Natürlich, wenn man jetzt jemanden fragt, willst du, dass alle Leute, die du jeden Tag in der Fußgängerzone, in der Straßenbahn siehst, dass die alle mitentscheiden und dann sagen ganz viele, nein, bloß das nicht. Das sind doch alles Leute, die haben überhaupt keinen Durchblick, die verstehen nichts. Die können wir doch nicht alle entscheiden lassen. Wenn man sich jetzt die Realität anschaut, kann man zu diesem Ergebnis kommen. Aber, und das ist meine Kritik an dieser Sichtweise, wenn man so argumentiert, ist man eigentlich kein Demokrat. Jemanden, mit welchem Argument auch immer, von der Mitentscheidung auszuschließen, bedeutet, ihn oder sie ihrer oder seiner Würde zu berauben, aus der ja das gleiche Mitabstimmungs- und Mitentscheidungsrecht fließt. Und dagegen gibt es kein anderes Argument. Und von daher wäre die Ablehnung von direkter Demokratie eine Verletzung der Menschenwürde und eine Beraubung einer unserer Grundfreiheiten. Wenn wir von politischer Gleichheit sprechen,
dann meinen wir, dass unsere Interessen gleichwertig sind. Also das unterstellt, das Axiom, die Prämisse sozusagen, dass jeder Mensch mit gewissen Befähigungen und Neigungen auf diese Welt kommt, mit Talenten, die sind total ungleich. Also da, total verschieden sind alle diese Neigungen und diese Fähigkeiten und diese Talente und so weiter. Aber was gleich ist, ist die Gleichwertigkeit der Interessen. Jeder von uns hat das Recht, zu gleichen Teilen gefragt zu werden und daran beteiligt zu werden, was politisch an Entscheidungen getroffen wird. Eigentlich ist es, wenn man mal so mit Abstand drüber nachdenkt, das ist ja eigentlich auch völlig widersinnig zu sagen, man möchte eine Demokratie, aber das Volk direkt befragen, das ist uns irgendwie zu riskant. Das ist ja in sich schon paradox, ist ja eigentlich unsinnig eigentlich. Trotzdem ist das die verbreitete Einstellung unter vielen Leuten in der Elite, in der Politik, in den Medien, eine ganz verbreitete Einstellung, dass man eigentlich kein Vertrauen zur Bevölkerung hat. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und das ist eine Einstellung, die eigentlich ihrem Wesen nach undemokratisch ist. Die im Parlament haben natürlich mehr Informationen, das ist keine Frage. Aber die Qualität dieser Informationen, die bürgt nicht unbedingt dafür, dass die weiseren Entscheidungen getroffen werden. Weil die sehr stark beeinflusst werden von den Lobbys, von den Interessensgruppen, von den Influencern, von den Meinungsbildnern. Und sehr oft treffen dann eben Bundestage Entscheidungen, die eben nicht dem Mehrheitswillen oder den Grundwerten der Mehrheitsbevölkerung entsprechen und dafür gibt es viele Beispiele und nahezu wöchentlich wächst die Anzahl dieser Beispiele. Und ich würde in einem Vergleich, würde ich letztlich in einer Gesamtbilanz dem Souverän bei weitem mehr vertrauen als seiner Vertretung. Man muss das Problem auf einer anderen Ebene angehen und das ist natürlich auf der Ebene der Bildung. Das heißt, man muss sich dafür einsetzen, dass das Bildungssystem so ist, dass die Leute wirklich verstehen, was um sie herum passiert, dass die Leute ein Verständnis von Politik haben und zu kompetenten Entscheidungen kommen können. Das ist ja möglich. Es gibt ja Länder, wo das funktioniert. In der Schweiz funktioniert es einigermaßen gut, auch nicht völlig ohne Probleme, aber einigermaßen gut seit vielen, vielen Jahren. Man kann so etwas organisieren. Wie gesagt, es ist eine große Frage der Bildung und das ist natürlich nochmal ein großes Thema für sich. Wie ist unser Schulsystem, wie ist unser Bildungssystem organisiert? Das ist natürlich eine Riesenbaustelle. Diese Fragen kann man, glaube ich, nur im Zusammenhang diskutieren. Mich würde mal interessieren, was die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland stimmen würde, also die Frauen und die Männer älter als 18 Jahren. Wenn man sie fragen würde, möchten sie, dass die US-Armee weiterhin Militärstützpunkte in Deutschland hat? Oder möchten sie, dass Deutschland souverän ist und die Amerikaner alle Soldaten abziehen? Weil eine ganz wichtige Entwicklung in Deutschland war ja der Mauerfall 1989 und dann das Zusammenführen der früheren DDR mit der BRD. Das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Also auf das kann Deutschland auch stolz sein, dass man beide Landesteile zusammengeführt hat. Aber was dann wirklich erstaunlich war, ist, dass die Sowjets unter Gorbatschow ihre Soldaten aus der DDR abgezogen haben und die Amerikaner haben es einfach nicht gemacht. Und die haben weiterhin Militärs in Deutschland und das Volk darf nicht darüber abstimmen. Und das ist ein ganz klarer Mangel an Demokratie, wenn man nicht mal abstimmen kann, ob da fremde Soldaten im Land stehen. Mir hat ein bekannter deutscher Philosoph, der sich das offenbar der Geschichte angesehen hat, hat gesagt, also wenn die letzte Entscheidung über Krieg und Frieden, so wie sie in der Monarchie beim Souverän lag, nämlich beim König, wenn die in der Demokratie auch beim Souverän läge, nämlich bei der Bevölkerung, dann hätten wir seit 300 Jahren den kantianischen ewigen Frieden. Manchmal wird in den Medien auch gesagt, ja, man muss in ein anderes Land gehen, um dort zu helfen. Und wir müssen helfen mit Krieg. Und da habe ich eine ganz klare Meinung. Das ist eigentlich immer Kriegspropaganda. Also es gibt keine humanitären Kriege. Das gibt es einfach nicht. Schon das Wort humanitärer Krieg, das kann nur ein Journalist erfunden haben, der in Berlin sitzt. Aber wenn er in Afghanistan ist und dann einen Bauchschuss anschaut und die Gedärme einer 14-jährigen Afghanin wieder in den Bauchraum reinstecken muss, dann wird er sagen, okay, humanitärer Krieg gibt es wohl nicht. Es gibt auch keine liebevolle Vergewaltigung. Ja. Das sind Wortschöpfungen, die man sich zugelegt hat bei der Vergewaltigung, so im Sinn von, ja, es
es war nicht so schlimm und die Frau wollte das sicher auch und so. Nein, wenn die Frau das nicht will, ist es eine Vergewaltigung und dann ist Unrecht. Und beim Krieg ist genau das Gleiche. Wenn man mit den Soldaten in ein fremdes Land reingeht und das andere Land will das nicht, dann ist es Unrecht. Aber interessanterweise führen unsere sogenannten Demokratien ständig Kriege. Ständig. Und meistens mittlerweile im Ausland. Das heißt, es ist doch interessant, daran mal abzulesen, dass es vom Krieg eigentlich nur Verlierer gibt auf Seiten der Bevölkerung und ganz wenige Profiteure. Das sind die, die Waffen liefern. Das sind die, die die Finanzen zu den Waffenlieferungen machen, also die Banken, die erst die Bewaffnung finanzieren und dann am Ende auch den Wiederaufbau finanzieren. Und das sind die Armeen, beziehungsweise mittlerweile sind ja private Sicherheitsfirmen. Man kann zusammenfassen, der militärisch-industrielle Komplex. Es gibt ganz wenige Profiteure von Krieg und ganz viele Verlierer. Und trotzdem, und das ist ja eigentlich absurd, kommen in unseren Demokratien Entscheidungen zustande pro Krieg und gegen Frieden. Die Bundeswehr wurde ja eigentlich gegründet als reine Verteidigungsarmee. Man hat gesagt, die Bundeswehr wird nie ein anderes Land angreifen. Also deutsche Soldaten werden nie außerhalb der deutschen Landesgrenzen aktiv werden mit einem Gewehr in der Hand. Und dann hat man dieses Versprechen gebrochen. Also 1999 hat dann die Bundeswehr mitgemacht, als Serbien bombardiert wurde. Das war unter Rot-Grün. Also Leute, die Grüne wählen und denken, die Grünen sind für den Frieden, oder die Rote wählen und denken, die Roten sind für den Frieden, als die SPD. Die mussten damals einsehen, okay, so ist es nicht. Und dann haben andere Leute dann die CDU gewählt, denn die CDU hat die Bundeswehr in den Syrienkrieg geschickt. Zwar nur die Luftwaffe, aber das ist trotzdem Krieg. Und dann hat man die Bundeswehr noch nach Afghanistan geschickt. Da muss ich mir mal fragen, wenn diese Fragen dem Volk vorgelegt worden wären, dann denke ich, hätte die deutsche Bevölkerung dagegen gestimmt. Aber das finde ich eben schade in Deutschland. Die wichtigen Fragen, darüber habt ihr nichts zu sagen. Tja, haben wir den Staat, den wir verdienen, dann ist uns nicht zu helfen. Oder haben wir einen, den wir viel mehr selber in die Hand nehmen müssen? Und dann sollten wir darüber reden und damit anfangen. Also wie wir auch auf die Entscheidungen dieses Staates mehr Einfluss nehmen. Und also die Frage ist ja, wer ist der Souverän in diesem Staat? Das Grundgesetz behauptet also, alle Souveränität geht vom Volke aus. Aber das ist, glaube ich, mehr eine Beruhigungspille, als dass es Realität ist. Also viele Verfassungsrechtler sagen, in einem Staat, in dem es Gewaltenteilung gibt, kann es gar keinen Souverän geben. Da ist was dran. Denn Souverän heißt, die alleinige Macht haben. Und ich bin natürlich auch für Gewaltenteilung. Natürlich soll Parlament, Regierung, Medien, Justiz sozusagen souverän in ihrem Gebiet sein. Und wenn die Gewaltenteilung funktionieren würde, dann bräuchten wir vielleicht auch keinen Souverän. Aber ich sehe sie eben zumindest angeschlagen, diese Teilung. Wie gesagt, also das Parlament kontrolliert die Regierung eigentlich nicht, weil es dieselben Mehrheitsverhältnisse hat. An sich ist die größte souveräne Gewalt die der Gesetzgebung. Und das ist eine lange Diskussion. Sind die Bürger Gesetzgeber oder nicht? Geht das überhaupt? Das Souveränitätsprinzip ist ein unumstrittenes Kernprinzip der Demokratietheorie. Und man kann Verschiedenes darunter verstehen, aber die etymologische Grundbedeutung im Lateinischen ist über allem stehend. Von Superanus kommt das. Und die souveräne Instanz ist einfach nur die höchste Instanz in der Demokratie. Auch in der Monarchie, also in jeder Staatsform. Nur in der Monarchie ist die höchste Instanz der Souverän, der König oder die Kaiserin. Aber in der Demokratie ist es eindeutig die allgemeine Bevölkerung. Und das würden wahrscheinlich intuitiv breite Mehrheiten der Bevölkerung auch so sehen. Wir sind das Volk, ist ja ein schöner Slogan, der das bestätigt. Aber
Aber was heißt denn das konsequenterweise zu Ende gedacht? Das heißt ja erstens, dass alle anderen runter sind, nämlich die Verfassung, das Parlament, die Regierung, ein völkerrechtliches Abkommen oder ein einzelnes Gesetz. Und dass der Souverän die Macht und die Rechte, die kollektiven Grundrechte oder Souveränsrechte haben müsste, diese anderen Gewalten zu beschreiben und in Kraft zu setzen. Damit beginnt es ja schon mal. Wir müssten eigentlich die verfassungsgebende Gewalt werden, die konstituierende Gewalt werden und die anderen Gewalten verfassen, die verfassten Gewalten wie Regierung, Parlament und Justiz. Wer ist denn diese Instanz, der sie sozusagen ermächtigt? Das sollte die verfassungsgebende Gewalt sein und die sollte sauber getrennt sein von den verfassten Gewalten. Und das ist mein Kronargument für eine vierte Staatsgewalt, nämlich die konstitutive, die konstituierende Staatsgewalt, die anderen drei Staatsgewalten in Kraft setzt, sie ermächtigt, sie mit Rechten und Pflichten, aber auch mit ausstattet, aber auch ihre Macht begrenzt. Na, erstmal ist es ja so, dass die Frage jetzt direkte Demokratie, ja oder nein, ja jetzt nicht unbedingt ein harter Bruch ist. Dass man sagt, wir ändern jetzt unser komplettes politisches System. So ist es ja nicht, dass man dann das Parlament abschafft oder so, Gott bewahre. Sondern es ist eine Ergänzung. Es ist einfach mal die Möglichkeit, dass, wie es auf Bundeslandebene ja schon lange möglich ist bei uns, dass Leute sich zusammenfinden können, dass man Unterschriften sammeln kann. Und wenn so und so viele tausend Unterschriften gesammelt sind, dann geht das Vorhaben zum Bundestag. Der muss sich damit befassen. Und die Idee, die Bürger zur Abstimmung stellen wollen, wird dann, das kann man ja verschiedenartig ausgestalten, da gibt es verschiedene Modelle, wie man sowas handhaben kann, wird dann halt der Bevölkerung vorgelegt, die Frage. Und sie kann darüber eine Entscheidung treffen. Und vorher wird es debattiert, auch im Bundestag. Es ist ja nicht so, dass das jetzt gegeneinander läuft, direkt und repräsentativ, sondern das ergänzt sich ganz einfach. Es gibt das Parlament, das arbeitet. Wenn aber die Bürger das Gefühl haben, den Eindruck haben oder es wirklich real wahrnehmen, dass ihre Interessen einfach nicht an einem bestimmten Thema nicht vom Parlament aufgegriffen werden, dass diese Dinge nicht umgesetzt werden von der Regierung, dann muss es die Möglichkeit, in einer Demokratie muss es die Möglichkeit geben, dass Leute sich zusammenfinden, Unterschriften sammeln und dann selbst eine Abstimmung initiieren. Das muss möglich sein. Wenn das nicht möglich ist, und wir haben ein System, in dem die Mehrheit, in dem die Leute erleben, dass wichtige Fragen nicht in ihrem Sinne entschieden wird, dann verliert das System immer weiter an Legitimation. Und löst sich auf irgendwann. Ja? Also es ist, das muss man sehen. Also im Grunde kann man sich heutzutage nur wundern, dass viele der Leute, die heute auf den entscheidenden Plätzen sitzen, nicht so weit vorausschauen. Man muss ja gar nicht besonders weit vorausschauen. Man sieht ja, dass das immer krisenhafter wird. Und dass wirklich die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung einfach essentiell ist. Man kommt da einfach nicht drum rum. Man kommt da nicht dran vorbei. Alles andere ist wirklich, da fährt man direkt gegen die Wand. Weil wenn wir nur alle 4 Jahre in Deutschland oder in Österreich alle 5 Jahre, nämlich wir, der Souverän, eine Vertretung wählen dürfen, aber dazwischen praktisch keine effektive Handhabe haben, unsere Vertretung zu korrigieren, zurückzurufen oder zu ergänzen, das sind ja alles Rechte, die es vereinzelt sogar schon gibt, das wären echte Souveränsrechte. Und wenn wir die aber nicht haben, dann sind wir eigentlich ein ohnmächtiger, ich sage das manchmal, ein impotenter Souverän. Und ich würde gerne diesen Souverän ermächtigen zur vierten Staatsgewalt, zur verfassungsgebenden Konstitutive. Und das wäre sozusagen der jetzt anstehende Entwicklungsschritt nach Montesquieu und Rousseau. Und ich nenne das souveräne Demokratie. Nomen est omen. Und dann tun sich plötzlich eine ganze Reihe von neuen Rechten und Möglichkeiten auf, von denen die simple Volksabstimmung, also Volksinitiative, dreistufige Volksgesetzgebung und am Ende dann steht eine Abstimmung, wenn alle Hürden übersprungen wurden, ist nur ein Recht von ganz vielen. Ein anderes wäre zum Beispiel die Einsetzung eines Bürgerinnenrates, um einen Verfassungsteil neu zu schreiben, zum Beispiel den Wirtschaftsteil der Verfassung oder den Geld- und Finanzteil. Ganz dringend brauchen wir einen Finanzbürgerinnenrat. In Italien gibt es heute schon ein Souveränsrecht, ein kollektives Grundrecht neben dem individuellen. Das Wahlrecht ist ein individuelles Grundrecht, weil ich kann anders wählen als du. Aber die Regierung abzuberufen oder ein Gesetzesvorhaben zu stoppen, das wäre ein kollektives Grundrecht, ein Souveränsrecht. Und die Regierung Berlusconi, die wollte
vor einigen Jahren in Italien die Trinkwasserversorgung privatisieren. Sie wollte neue Atomkraftwerke bauen und in Kraft setzen. Und sie wollte Spitzenpolitikerinnen immunisieren rechtlich, sodass sie nicht vor Gericht erscheinen mussten. Und dagegen hat die italienische Zivilbevölkerung mobilisiert. Sie musste 500.000, eine halbe Million Unterschriften sammeln. Dadurch kam es zur Volksabstimmung. Sie hat auch das Quorum übersprungen. Und in der Volksabstimmung haben sich dann 90% der Abstimmenden gegen diese drei Gesetzesvorhaben des römischen Parlaments ausgesprochen. Und dadurch sind diese drei Gesetze nicht gekommen. Das ist ein Element, ein weiteres Element von souveräner Demokratie, an das ganz viele Menschen heute überhaupt nicht denken. Das, was uns präsentiert wird als Spektrum von politischen Möglichkeiten, ist ein ganz kleiner Teil von den Optionen, die es tatsächlich gibt, von dem, was man politisch tatsächlich machen könnte. Uns wird quasi eingeredet, sage ich jetzt wirklich mal, die Medien spielen da natürlich eine ganz große Rolle, wenn wir mal uns angucken, was wird in Fernsehtalkshows und so weiter überhaupt diskutiert. Uns wird eingeredet, es gäbe nur einen sehr kleinen Rahmen von praktischen Möglichkeiten. Das Schlagwort ist alternativlos, was wir auch alle kennen aus den letzten Jahren, so nach dem Motto, da gibt es gar keine anderen Optionen. Das ist natürlich Unsinn. Es gibt eine ganze Bandbreite von Optionen bei allen möglichen Themen, die aber leider kaum diskutiert werden. Und das ist eben auch ein Punkt, warum Demokratie immer weniger funktioniert und immer weniger wirklich real vorhanden ist heute. Wie der Aktivist und Autor Daniel Voskobojnik schreibt, wir blicken oft mit Gewissheit in die Vergangenheit und sind zuversichtlich, dass wir die richtigen Lehren gezogen und kurzsichtige Meinungen korrigiert haben. Und doch sind die Lehren flüchtig. Die ethische Klarheit, die sich im Rückblick ergibt, wirkt selten in die Gegenwart fort. Jeder Mensch, egal wie gebildet, egal wie gesund, egal wie vermögend und egal wie unsere physische Beschaffenheit ist, wir haben alle das gleiche Recht auf demokratische Mitbestimmung, weil wir den gleichen Wert haben. Nur andere wählen, aber nicht selbst entscheiden zu dürfen, ist damit nicht vereinbar. Dieses Grundgesetz, so wie wir es haben, und die sogenannte Parteiendemokratie und auch die repräsentative Demokratie, die wurde uns nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Sicherlich war das damals auch in Anbetracht der Entwicklungen, die wir vorher durchgemacht hatten als Deutschland, eine Investition in die Stabilität. Und das hat auch in den ersten Jahren sicherlich sehr gute Früchte getragen und hat auch irgendwie Ergebnisse produziert, mit denen viele Menschen sich einverstanden erklärt haben, weil eben auf der einen Seite die wirtschaftlichen Erfolge da waren und dann in dem Maße auch die politischen sozusagen das abfedern konnten. Aber diese Schere hat sich natürlich auseinanderentwickelt. Und es ist einfach falsch zu behaupten, dass wir dieses System, wie wir es haben, gewählt haben. Es gab dazu keine verfassungsgebende Versammlung. Es ist keine Verfassung, die wir haben, sondern ein Grundgesetz, das uns, wie gesagt, gegeben wurde. Es war so, dass in der Zeit der Gründung der Bundesrepublik, das Grundgesetz ist ja 1948 diskutiert und beschlossen worden. In dieser Zeit war die Stimmung, oder nehmen wir noch mal die zwei Jahre davor, 46, 47, in der unmittelbaren Nachkriegszeit, war die Stimmung unter den Politikern ganz verschiedener Parteien so, dass man gesagt hat, wir wollen diese Elemente direkter Demokratie weiterentwickeln. Nicht, wir wollen die abschaffen vor dem Hintergrund der Nazizeit, wie heute viele glauben, sondern wir wollen sie weiterentwickeln. Aus der Sicht dieser Politiker, und das waren Politiker der FDP, SPD, CDU ganz breit, KPD auch natürlich, die Linke ist ja eh mehr für eine Beteiligung der breiten Massen, sag ich mal, weniger elitär eingestellt. Eine ganz breite Strömung in der Politik wollte das. Und das kann man auch ablesen, denn bevor das Grundgesetz diskutiert und entwickelt wurde, wurden erstmal die Landesverfassungen in Westdeutschland diskutiert und beschlossen. Das war 46, 47. Und in allen diesen Landesverfassungen wurden Elemente direkter Demokratie mit eingebaut, weiterentwickelt, liberalisiert, noch mehr den Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich zu beteiligen. Das war die Stimmung. Dann sind wir 48, Diskussion des Grundgesetzes. Und das war nun die Zeit, wo der Kalte Krieg begann, wo wirklich diese Blockkonfrontation war. Auf der einen Seite Kommunismus, auf der anderen Seite der westliche Block. Und das war der ganz große Konflikt dieser Zeit, der sich ja dann über Jahrzehnte hingezogen hat.
Und in dieser Zeit war es eben so, dass die Kommunisten im Osten, in der DDR, der damaligen oder der sowjetisch besetzten Zone, so hieß es ja damals noch, eine Volksabstimmung lanciert haben über die deutsche Teilung. Die wollten das Volk fragen, wollt ihr eine Wiedervereinigung? Natürlich wollten alle eine Wiedervereinigung in dieser Zeit, in Ost und West. Und im Westen hatte man eine Heidenangst davor, weil man natürlich wusste, die Mehrheit ist so groß, das Volk will die Wiedervereinigung. Aber im Anfang des Jahres 1948 haben intern die Westmächte, USA, Großbritannien vor allen Dingen, beschlossen, dass es ein eigener westdeutscher Staat entstehen soll. Die deutsche Teilung wurde von den Westmächten hinter den Kulissen beschlossen. Und die Leute, die in Westdeutschland in der Regierung waren, es gab ja Militärkommandeure, die das letzte Wort hatten, aber es gab ja ein normales parlamentarisches System in den 40er Jahren. Ministerpräsidenten in den westdeutschen Ländern, die mussten sich jetzt überlegen, wie verkaufen wir das jetzt der Bevölkerung. Also die wussten, es gibt diese Mehrheit für die Vereinigung. Sie wussten aber auch, die Leute, die über ihnen stehen, die Militärgouverneure, die Besatzer aus dem Westen, wollen eine Teilung. Wollen wir da jetzt eine Volksabstimmung? Auf keinen Fall. Das ist das Letzte, was wir wollen. Da verlieren wir ja unser Gesicht. Denn die Leute wollen eine Vereinigung. Und wir müssen ihnen aber sagen, sorry, Vereinigung gibt's nicht. Die Besatzer wollen das nicht. Und so eine Situation galt es ja um jeden Preis zu vermeiden. Und das war der Kontext, in dem 1948 über das Thema direkte Demokratie bei den Beratungen zum Grundgesetz diskutiert wurde. Das war der Hintergrund. Und das ist der Punkt. Und deshalb haben wir tatsächlich keine direkte Demokratie in unserem Grundgesetz. Das muss man sich klar machen. Es ist diese historische Situation des Beginns des Kalten Krieges. Das hat mit heute nichts mehr zu tun. Ja? Gut, wer könnte sagen, wir haben jetzt einen neuen Kalten Krieg. Okay, anderes Thema. Aber im Grunde gilt es, das wirklich zu überdenken. Also wir brauchen diese Elemente, die damals die Leute wollen. Nur durch diese Konfrontation mit Kommunismus, dass man Angst hatte, die Leute greifen kommunistische Forderungen aus. Das gab es ja auch. In Sachsen gab es 1946 eine große Volksabstimmung über die Enteignung von Nazi-Verbrechern. So, da haben 90% das bejaht, sagen, ja, die sollen enteignet werden. Dann wurde das gemacht. Da hatten natürlich Industrielle im Westen große Angst, dass sich dieser Trend auch auf den Westen ausdehnen würde. Also die Frage des Eigentums, die eigentlich hinter allem am Ende letztlich dasteht. Um diese Frage ging es natürlich auch, das wurde nicht offen ausgesprochen. Aber das ist der Grund, dieses Bündel von Gründen, was ich gerade genannt habe, warum wir heute keine direkte Demokratie in unserem System haben. Und ich denke, das sollte man wissen. Ich habe den Eindruck, viele Politiker wissen das gar nicht. Tatsächlich wurde die repräsentative Demokratie zur Demokratieabwehr eingeführt. Das heißt, diejenigen, die ideengeschichtlich als die ersten repräsentativen Demokraten gelten, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika 1776 mit ihrer Unabhängigkeitserklärung, die haben das mehr oder weniger zwar in dem Ideal postuliert einer politischen Gleichheit, also es heißt ja ganz konkret in der Präambel, wir sind gleiche Geborene, und wir sind berechtigt, den Pursuit of Happiness zu verfolgen und zu erreichen. Zweiter Artikel, jede Regierung, die das verhindert, darf gestürzt werden. Das ist das Revolutionäre an der amerikanischen Verfassung. Aber gleichwohl waren diejenigen, die sie eingeführt haben, sehr stark von einem Misstrauensgedanken durchzogen, dass es eben eine repräsentative Demokratie braucht, ganz im Sinne von Aristoteles, die die opulente Minderheit, die besitzende Minderheit schützt vor der besitzlosen Mehrheit. Und so formuliert es dann Madison auch in seiner Unabhängigkeitserklärung, wo es heißt, repräsentative Demokratie is to protect the opulent minority, also um die besitzende Minderheit zu schützen. Vor wenigen Jahren, 2016, hat das Arbeitsministerium, damals unter Federführung von Andrea Nahles, eine Studie in Auftrag gegeben an der Universität Münster bei Politikwissenschaftlern. Die sollten genau untersuchen, ja, inwieweit reagiert denn die Regierung eigentlich auf Wünsche der Bevölkerung und was haben die gemacht? Die haben einfach die Meinungsumfragen von ARD Deutschlandtrend ausgewertet. Da wird ja immer ungefähr einmal im Monat eine repräsentative Umfrage gemacht, wo geschaut wird bei wichtigen, aktuellen, brisanten Fragen, wie denken die Leute, was wollen die Leute eigentlich? Wir kennen das aus den ARD-Tagesthemen, da wird das immer vorgestellt. Und das Interessante ist, dass bei diesen Umfragen immer auch das Einkommen der Befragten erhoben wird. Das heißt, man kann tatsächlich in der Auswertung analysieren, welche Wünsche hat der ärmere Teil der Bevölkerung, welche Wünsche hat der wohlhabendere Teil der Bevölkerung. Und das haben diese Forscher an der Uni Osnabrück gemacht 2016 im Auftrag
der Bundesregierung, also eine ganz seriöse Studie. Ja, und sie haben erstmal gefunden, dass die Wünsche von Armen und Reichen sich sehr stark unterscheiden. Und am meisten unterscheiden sie sich in der Außenpolitik und am zweitmeisten unterscheiden sie sich in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Da gibt es ganz große Differenzen in den Wünschen der jeweiligen Bevölkerungsteile. Das heißt, es wurde ein Auftrag gegeben, mal zu untersuchen, wie demokratisch ist Deutschland, welche Entscheidungen werden getroffen und wem nützen die eigentlich von der Regierung. Und das Ergebnis dieser Studie ist sehr, sehr interessant, weil es nicht eben nur eine Legislaturperiode untersucht hat, sondern 5 Legislaturperioden. Und in diesen Legislaturperioden unterschiedlichste Regierungskonstellationen am Werk waren. Die Studie hat den Untersuchungszeitraum 1998 bis 2013. Und da haben sie eben herausgefunden, dass tatsächlich sich im überwiegenden Maße oder im weit überwiegenden Maße die Wünsche der Reichen, der Wohlhabenderen berücksichtigt worden sind. Und was das Interessante ist, dass das, was der ärmere Teil der Bevölkerung wollte, auch sogar was die Mittelschicht sich gewünscht hat, laut Meinungsumfragen, hat überhaupt keine Rolle gespielt in Bezug auf das Regierungshandeln. Die Regierung hat sich überhaupt nicht daran orientiert. Also konkret gesagt, ob jetzt 20% der Mittelschicht oder 50% oder 70% eine bestimmte Forderung unterstützt haben, es hat keinerlei Auswirkungen gehabt auf die Politik, die in den folgenden Jahren gemacht worden ist. So das Ergebnis dieser Studie, wie gesagt, im Auftrag der Bundesregierung. Und das ist, als ich davon gehört habe, habe ich gestaunt, denn es sind natürlich ganz dramatische Zahlen. Ich habe gestaunt darüber, wie wenig darüber öffentlich diskutiert worden ist. Das heißt, das muss man sich wirklich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Regierung stellt fest, dass 90% der Bevölkerung keine Übereinstimmung aufweisen in ihren Interessen mit den politischen Entscheidungen, die tatsächlich getroffen werden. Und das am Ende des Tages unabhängig, egal welche Regierungskonstellation da ist. Das ist für mich ganz klar der Beweis, dass Wahlen am Ende die Illusion von Veränderungen erzeugen, auch Regierungswechsel diese Illusion erzeugen, aber dass die Zwänge, die offensichtlich bestehen, in Form von man ist dann in der Regierung größer sind und anderer Art sind und man dann nicht den Bürgerinteressen verpflichtet ist, sondern irgendwie anderen Einflüssen. Man muss sagen, das Entscheidende ist jetzt nicht, dass die korrupt sind oder ähnliches. Das Entscheidende ist, dass die einen anderen Blick auf die Wirklichkeit haben. Das hat zwei Gründe. Erstens ihre soziale Rekrutierung. Und das gilt für die meisten Länder, am extremsten für Frankreich. Also dass in Frankreich so jemand wie Macron so viele taktische Fehler begehen konnte. Also wenn er dann Arbeitslosen empfohlen hat, sie sollten mit ihm über die Straße gehen, da wäre ja ein Arbeitsplatz. Oder auch richtig abfällig geurteilt hat. Das hat damit zu tun, dass er von der Welt der normalen Franzosen in seinem gesamten Leben nicht auch nur ansatzweise was mitbekommen hat. Der ist in einer reichen Familie groß geworden. Der Vater war Medizinprofessor, die Mutter Ärztin. Der ist auf eine der 5 renommiertesten Schulen des Landes gegangen, war danach auf 2 der Elitehochschulen, darunter mit der ENA die berühmteste des ganzen Landes, ist danach in eine Spitzenposition der Verwaltung gekommen mit Mitte 20. Danach in eine Spitzenposition im Finanzsektor, den er vorher in seiner Rolle in der Verwaltung überwacht hatte. Also das ist direkt ein Übergang von der Institution, die überwachen soll, in eine, die überwacht werden sollte. Dann ist er in die Politik gegangen, Wirtschaftsminister, jetzt Staatspräsident. Der kennt einfach die normale Situation in Frankreich nicht und das gilt abgeschwächt auch für alle anderen Länder. Also in den USA haben wir inzwischen eine Situation, dass über die Hälfte der Abgeordneten im Kongress zu den Millionären zu zählen ist. In Deutschland stammen knapp 2/3 der Eliteangehörigen aus den oberen 4% der Bevölkerung, sind also zumindest in wohlhabenden Familien groß geworden, am stärksten in der Wirtschaft, am wenigsten noch in der Politik. In der Politik ist es inzwischen so halbe halbe. Und was ich schon angesprochen habe, die betrachten soziale Ungleichheit einfach anders. Also im Grunde ist bei denen so ein Verständnis da, soziale Ungleichheit gibt es, keine Frage, das sehen wir auch. Aber soziale Ungleichheit ist A, nicht problematisch, es gibt ja keine Unruhen, und B, es ist ein Ergebnis von unterschiedlichen Leistungen. Wir arbeiten, was auch stimmt, wir arbeiten 60 bis 80 Stunden die Woche, das haben unsere Väter und Großväter schon gemacht. Wir sind qualifiziert, haben alle studiert, was auch richtig ist, und deswegen sind wir eben reich. Dass es viele andere gibt, die genauso viel arbeiten, die genauso qualifiziert sind und trotzdem nicht reich sind, wird einfach ausgeblendet, weil seit Kindesbeinen an bewegt man sich eben in diesem Milieu.
Und ich komme aus dem Milieu, ich kenne das, so die ewigen Wahrheiten, die es da gibt. Also es gibt so einen Dreiklang, sage ich immer, unter freiberuflichen Akademikern und Unternehmern, der lautet, der Staat nimmt uns viel zu viel von unserem hart erarbeiteten Geld durch Steuern weg. B, der Staat kann mit Geld nicht umgehen. Und die Schlussfolgerung C ist, man sollte dem Staat möglichst wenig davon geben. Das erklärt die vielen Steuerhinterzieher in diesen Reihen. Das ist ja eine unglaublich große Zahl, die in den letzten Jahren bekannt geworden ist, quer durch alle Sektoren. Also ob das nun Chefredakteure von Medien waren, bekannte Fußballer, irgendwelche Wirtschaftsvertreter, also bis hin zu Milliardären. Die haben alle Steuern hinterzogen, weil das eben in diesem Milieu seit Jahrzehnten so ist, der Staat kann damit nicht umgehen und also machen wir das lieber irgendwie anders und er kriegt halt nicht so viel von uns. Und wenn man so groß wird, ich weiß ja, wenn man als Kind so Gespräche einfach am Abendtisch mitkriegt oder wenn die Verwandtschaft zu Familienfeiern da ist, je älter man wird, umso mehr kriegt man mit. Und dann sind solche Sachen, weil sie immer wiederholt werden und weil man ja nichts anderes hört, das ist dann einfach wie so eine Wahrheit, die man nicht hinterfragt. Umgekehrt hat man überhaupt keine Vorstellung davon, was Hartz IV bedeutet. Und dementsprechend wird diese Politik dann fortgesetzt, weil sie von den negativen Folgen, also hohe Mietzahlungen oder die hohen Immobilienkosten oder wenn man irgendwo wirklich Jobunsicherheit hat und nicht weiß, wie man das alles bezahlen soll, das betrifft sie alles nicht. Also es ist so, dass diese ganze Debatte, die wir jetzt führen, diese Debatte um Demokratie, um Einfluss von Reichen, von Lobbys, von Eliten und so weiter, das ist eine Debatte, die ist ja nicht neu. Die wird ja durch die gesamte Geschichte der Neuzeit und überhaupt durch die gesamte Weltgeschichte wird diese Diskussion ja geführt. Das ist ja die Diskussion überhaupt, wer entscheidet, wer repräsentiert, wer sitzt am Drücker letztlich mal ganz platt gesagt. Ganz lebendig war diese Debatte auch vor ungefähr 100 Jahren, auch in den USA, als es schon mal ein ähnlich hohes Maß an Ungleichheit gegeben hat wie heute. In den 1890er Jahren gab es ganz große Monopole in den USA, einige wenige Familien haben ganz viel Einfluss gehabt. Und da gab es einen Richter am obersten Gericht, Louis Brandeis, und der hat damals einen Satz geprägt, der heute immer wieder zitiert wird. Er hat gesagt, wir müssen uns entscheiden, wir können eine Demokratie haben, oder konzentrierten Reichtum in den Händen weniger. Aber nicht beides. Und damit trifft er den Nagel wirklich auf den Kopf. Das ist die Frage des Eigentums. Das ist die Frage, wie viel Konzentration von Eigentum können wir zulassen? Denn ab einem gewissen Punkt ist Demokratie einfach nicht mehr möglich. Wenn wirklich jetzt nur noch ganz wenige Familien ganz viel Reichtum haben. Und Reichtum ist heute immer politischer Einfluss. Auf großer Ebene. Jetzt nicht, wenn der Handwerksmeister sich eine 500.000 angespart hat, das ist noch kein politischer Einfluss, vielleicht auf kommunaler Ebene. Aber Milliardäre, die große Konzerne beherrschen, die große Gruppen, Unternehmensgruppen beherrschen, die Banken lenken, das sind ja auch einzelne Menschen am Ende, die die Aktienmehrheit haben in solchen Unternehmen. Die besitzen politischen Einfluss, der genauso groß ist oder repräsentativ, der ähnlich groß ist wie ihre Reichtum. Das ist einfach so. Reichtum ist politische Macht. Und das hat der damalige Richter in den USA, der Louis Brandeis, eben auf den Punkt gebracht. Wir müssen uns entscheiden, entweder wir akzeptieren konzentrierten Reichtum in den Händen weniger oder wir haben Demokratie, aber nicht beides. Und auch die Debatte müssen wir, glaube ich, heute wieder führen. Also wenn man reich ist, hat man zwar nicht automatisch Macht, also es gibt auch Reiche, die irgendwie dann mit ihrem Geld durch die Welt fahren und das Geld so auf den Kopf hauen. Das ist aber eine Minderheit. Die meisten wirklich Reichen arbeiten aktiv mit ihrem Geld. Denen gehören Unternehmen oder Anteile von Unternehmen, also wie den Quanterben, den halb BMW gehört, oder Piëch und Porsche, die VW kontrollieren. Das sind ja die bekanntesten Beispiele in Deutschland. Diese Reichen nehmen erstmal Einfluss, indem sie in ihren Unternehmen entscheiden, wo investiert wird, wie investiert wird, wie Unternehmenspolitik aussieht. Also es geht bei BMW nichts gegen die beiden Quanterben und bei VW ist klar, gegen die Familien Piëch und Porsche geht nichts. Und so könnten Sie jetzt Merck in Darmstadt oder Henkel in Düsseldorf, ist ja jedes zweite Unternehmen der 100 größten Deutschen, ist unter Familienkontrolle. Also da wirkt Reichtum direkt in der Wirtschaftselite. Reichtum wirkt ansonsten indirekt. Nicht so sehr über Lobbyismus, da bin ich immer vorsichtig, das wird sehr häufig angesprochen, oder Parteispenden, das gibt es auch. Also die Quanterben spenden immer sehr großzügig an CDU, CSU und auch an die FDP. Aber das ist der weniger wichtige Weg. Reichtum wirkt
viel eher dadurch, dass man einen direkten Zugang zur politischen Macht hat. Das heißt, wenn in Berlin über bestimmte Dinge diskutiert wird, die die Autoindustrie betreffen, dann ist es für diese Personen möglich, direkt im Kanzleramt anzurufen und auf solche Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Oder es gibt traditionell gute Verbindungen zu den Ministerien, die entscheidend sind. Also das sieht man ja jetzt beim Dieselskandal mit dem Verkehrsministerium oder zu den zuständigen Behörden. Das heißt, das geht auch in die Spitzen der Verwaltung rein, dass man dann eben vorzeitig über Beschlüsse informiert wird, dass man auf Beschlüsse auch auf Texte Einfluss nehmen kann. Das hat bei den ganzen Skandalen jetzt um Cum-Ex und Cum-Cum und so eine große Rolle gespielt, dass Vertreter der Banken an der Gesetzesformulierung direkt beteiligt waren. Und dass die einen aus ihren Reihen, zwar unerkannt, aber den haben sie ins Finanzministerium einschleusen können. Und es gab im Finanzministerium lange Jahre etwas, wo man sehr stolz drauf war, in der Politik in Berlin, einen Seitenaustausch. Also das heißt, Männer oder Frauen aus der Wirtschaft kamen in die Verwaltung mit ihrem Know-how. Aber die haben natürlich im Interesse im Wesentlichen der Unternehmen gearbeitet, aus denen sie kamen. Das war vor allem in der Finanzindustrie der Fall. Das heißt, die waren auch frühzeitig an so etwas beteiligt. Da gibt es Einfluss von Reichtum. Was es nicht gibt, ist eine Identität. Also so wie nicht jeder, der reich ist, auch Macht hat, so ist umgekehrt nicht jeder, der Macht hat, auch reich. Also es gibt viele Machtpositionen. Also wenn Sie sich die Bundesgerichte hier in Karlsruhe angucken, die verdienen alle sehr gut. Also es gibt niemanden da, der unter 10.000 brutto verdient. Und das ist in der hohen Verwaltung, in der Politik nicht anders. Aber wirklich reich ist man damit nicht. Das heißt, es gibt zwei getrennte Bereiche, Macht und Reichtum, die in der Wirtschaft sich stark überlappen, die in anderen Bereichen aber doch weitgehend getrennt sind. Aber es gibt den Einfluss von Reichtum und dieser Einfluss von Reichtum wirkt natürlich zugunsten des Reichtums. Das ist natürlich gar kein Demokratieverständnis. Das ist, es ist ja logisch, wenn jemand Privilegien hat in einem System, wenn jemand die Möglichkeit hat, nur mit Geld Geld zu verdienen. Also ein Milliardär muss ja nicht arbeiten. Der lebt von den Zinsen, von seinen Investitionen und so weiter. Der hat natürlich kein Interesse, dieses Vermögen aufzuspalten und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Der gibt vielleicht mal gern was ab, karitativ, gibt da mal 1% ab oder 10% ab und ist dann ein guter Gönner. Aber er hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass sein gesamtes Vermögen oder der größte Teil seines Vermögens verteilt wird auf die Allgemeinheit. Das geht natürlich mit der Idee der Demokratie nicht zusammen. Das ist das, was der Richter, den ich erwähnt habe, vorhin meinte. Es geht diese Idee von konzentriertem Reichtum und Demokratie, die geht einfach nicht zusammen. Es ist ein grundsätzlicher Widerspruch, muss man sich einfach klar machen. Deswegen kann man auch nicht so einfach sagen, ja, das kapitalistische System muss man ein bisschen anders ausgestalten, aber grundsätzlich ist dieses Wettbewerbssystem schon gut. Das stimmt, diese Logik stimmt nur, wenn man die Worte falsch definiert. Denn was wir heute haben, ist ja eigentlich kein Wettbewerbssystem. Wir haben ein System, in dem ganz einflussreiche Konzerne und Konzerngruppen den Markt zu großen Teilen unter sich aufgeteilt haben und den Wettbewerb eben gerade ausschließen und vermeiden. Wettbewerb gibt es eigentlich nur unten. Bei den Leuten, die kleine Firmen haben, die haben Wettbewerb, ja. Aber ganz oben ist nur sehr wenig Wettbewerb. Und deshalb muss man, glaube ich, wirklich noch eine Etage tiefer gehen und eben nicht nur schauen, okay, direkte Demokratie ist ein ganz wichtiger Punkt, aber damit allein wird sich Gerechtigkeit in der Gesellschaft noch nicht umfassend herstellen lassen. Wie legitim wir die heutige Verteilung von Besitz und Reichtum auch ansehen, so ist sie nicht das einzige legitime Recht. Sie muss gegen andere Rechte abgewogen werden. Vor allem gegen das Recht aller Kinder, die in diese Welt eintreten. Denn gleiche wirtschaftliche Chancen können den Unterschied machen. Zwischen Krankheit und Gesundheit. Bildung und Analphabetismus. Lebensglück und Depression. Beschäftigung in Würde und prekären Arbeitsbedingungen. Eine Begrenzung von zu großen Unterschieden bedroht dagegen niemandes Gesundheit, Bildung, Glück oder Existenz. In Deutschland wünschen sich laut einer Umfrage der Financial Times 87% der Bevölkerung eine Verringerung der Ungleichheit. Und ich mache oft Fragen und Abstimmungsspiele in der Bevölkerung und da kommt meistens die Befürwortung von Ungleichheit
mit dem Faktor 1 zu 10. Also die höchsten Einkommen dürfen gerne das Zehnfache des Mindesteinkommens betragen, auch das 20-fache gewinnt manchmal. Ja, aber faktisch haben wir in der sogenannten Realwirtschaft den Faktor 6000. Das ist das Jahreseinkommen des Industriemanagers Wendelin Wiedeking. Und wenn man die Finanzeinkommen addiert und zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen des Geschwisterpaars Klatten und Quandt heranzieht, dann haben wir sogar den Faktor 65.000, nämlich dass die einen das 65.000-fache von anderen verdienen, während hingegen die Bevölkerung für den Faktor 10 oder 20 wäre. Und auch hier unternimmt der Bundestag und die Bundesregierung rein gar nichts. Und das wäre ein weiteres Beispiel, dass die Demokratie in wichtigen Aspekten, die Ungleichheit und der soziale Zusammenhalt, das sind Grundfundamente eines demokratischen Gemeinwesens, leider völlig versagt. Wenn man sich nämlich in die Lage versetzt, dass wirklich tatsächliche Demokratie herrschen würde, dann würde das bedeuten, dass die Bevölkerung, oder zumindest die Mehrheit der Bevölkerung, über die legitimierten Mittel verfügen würde, die Besitzunterschiede abzubauen. Weil das ist ja de facto das, was wir haben. Wir haben Besitzunterschiede, das heißt, wir haben eine kleine Anzahl, wenige Menschen, die besitzen sind, und eine große Anzahl, die besitzlos sind. Und wenn Demokratie da wäre, könnte genau das abgebaut werden. Das Problem mit unserer gegenwärtigen Demokratie besteht darin, dass wir ja nicht in Etappen leben als Menschen. Also hier ist jetzt die Sklaverei und da ist der Feudaladel und da kommt der Kapitalismus und dann kommt eine Demokratie oder dann kommt noch ein Kommunismus oder was auch immer. Sondern wir schleppen ja unsere eigene Geschichte jedes Mal in die nächste Phase der Menschheitsgeschichte mit. Und damit nehmen wir auch all das mit, was vorher schon da war. Und wir haben etwas, was fast demokratieunfähig ist, weil es sich nicht mit einer Demokratie vereinbaren lässt. Und das ist eine Hierarchie. Und da wir aus hierarchisch geordneten Gesellschaftsstrukturen kommen, ist hinter unseren politischen Ebenen und hinter den Ebenen in unseren Verwaltungsapparaten, in unseren Bildungssystemen und auch in den Wirtschaftssystemen überall eine hierarchische Ordnung verborgen, die jeder kennt, an die wir uns alle gewöhnt haben und die wir auch akzeptiert haben, die wir aber nie in dieser expliziten Wirkung verstanden haben und auch niemals genau adressieren, wenn wir über das Problem reden, was wir in einer Demokratie haben. Es kann eigentlich keine Demokratie geben, in der Menschen hierarchisch geordnet sind und wo einer dem anderen sagt, was er zu tun hat. Das ist eine gesellschaftliche Ordnung, wo es welche gibt, die anderen sagen, was sie zu tun haben, die unterscheidet sich im Grunde genommen auch nicht so sehr von Feudaladel oder anderen hierarchisch geordneten Systemen, die wir vorher schon hatten. Und die Frage ist schon ganz interessant, seit wann haben wir denn überhaupt sowas? Damit sind ja die ersten Affen nicht in die Menschheitsgeschichte eingetreten. Und die Antwort heißt wahrscheinlich, das haben wir seit der Sesshaftwerdung. Also seitdem Menschen angefangen haben, sich Besitz anzueignen, haben sie auch diese hierarchische Ordnung akzeptiert, gefunden, ausprobiert und für günstig gehalten, weil sie natürlich eine gewisse Ordnung in dieses Zusammenleben gebracht hat und weil ja am Anfang sicherlich auch besonders kompetente Leute als Führer aufgetreten sind und später sind dann immer stärker diejenigen Führer geworden, die besonders viel Macht und Einfluss hatten, die besonders ehrgeizig waren, die viel Besitz schon angesammelt hatten und damit ist dann eine sehr unglückliche Situation entstanden, dass in hierarchischen Ordnungen diejenigen häufig das Sagen haben, die am ungeeignetsten sind, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten, den man braucht am Ende, um eine demokratische Ordnung zu gewährleisten. Es wird immer behauptet, der Staat und die Regierung und alle überhaupt orientieren sich am Gemeinwohl, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall, sonst hätten wir andere Zustände, sonst würde die Armut nicht ständig steigen. So offensichtlich orientiert sich der Staat doch an einer Interessenlage, die sehr abgehoben ist. Und das ist genau das Problem weltweit im Moment, ne?
Und diese Orientierung am Gemeinwohl, das ist natürlich nicht nur eine Frage jetzt der Staatsform, der Demokratie, die wir ja jetzt besprochen haben. Also ich denke, dass sich wirklich an der repräsentativen Demokratie etwas ändern muss. Kein Mensch bestreitet mehr, dass wir eine große Repräsentationslücke haben. Da muss also deutlich mehr Willen wahrgenommen werden, der da an der Basis ist. Und es wird künftig die Frage sein, ob denn im Parlament überhaupt nur Parteien sein müssen, die immer weniger geachtet sind. Auch laut Grundgesetz sollen sie zur Meinungsbildung beitragen, aber sie sollen das nicht alles alleine austragen. Also warum sollten im Parlament nicht auch soziale Bewegungen, alle möglichen Interessenvertretungen, die fortschrittlichen Charakter haben, vertreten sein? Warum müssen das alles Parteien machen, die immer weniger geachtet werden und immer weniger schaffen, sich am Gemeinwohl zu orientieren, wegen der Strukturen, über die wir gesprochen haben? Also es steht eigentlich alles im Moment auf dem Prüfstand. Die Art der Demokratie und die Art der Wirtschaftsordnung. Wie kommen wir aus dieser Kapitallogik, die immer auf Wachstum und Profit orientiert ist und damit eine eigentlich inhumane Grundlogik hat? Wie kommen wir da raus? Und das wird der Staat in seiner jetzigen Form alleine nicht schaffen. Das muss man notfalls auch gegen jetzige staatliche Strukturen versuchen. Ja, das System, in dem wir leben, das berührt ja auch alle. Unser gesamtes Leben hängt ja ab von den Regeln, nach denen das alles organisiert ist. Ja, also es beginnt mit der Bildung, mit dem Schulsystem. Das prägt ja unsere Persönlichkeit. In welche Schule sind wir gegangen? Was ist uns da erzählt worden? Ja, im Unterricht, im Geschichtsunterricht zum Beispiel, ja, aber auch in anderen Fächern. Und das prägt einen ja. Dann weitergehend, unter welchen Bedingungen habe ich mir einen Arbeitsplatz suchen können, einen Job suchen können? Wie waren die Bedingungen? Wo waren die Grenzen für mich? Und natürlich sind die Grenzen mein Eigentum. In allen Entscheidungen, die ich treffen kann, die Möglichkeit, die Anzahl meiner Optionen ist immer, wie viel Geld habe ich? Je mehr Geld, je mehr Optionen. Ich kann mich verwirklichen, wenn ich reich bin. Wenn ich kein Geld habe, wenn ich auf Hartz IV angewiesen bin, kann ich mich nicht verwirklichen. Es ist ganz simpel. Natürlich ist das eine Grund. Das betrifft jeden. Und jeder, der jetzt auch keinen Einfluss hat, der vielleicht mit Politik jetzt nicht viel am Hut hat bisher, der sagt, okay, das geht mich alles nichts an. Es prägt unser aller Leben. Jedermanns Leben wird geprägt durch die Regeln, die in diesem System gebaut worden sind. Und man muss sich immer klar machen, dass diese Regeln natürlich von Menschen gemacht worden sind. Es sind keine Naturgesetze. Die Regeln, nach denen unsere Gesellschaft läuft, besonders die Regeln des Finanzsystems, sind beileibe keine Naturgesetze, sondern das sind gezielt getroffene Entscheidungen. Das Thema Geldsystem ist ein ganz wichtiges Thema. Wem ist es erlaubt, in einer Gesellschaft Geld herzustellen? Das ist heute zum großen Teil in der Hand von privaten Banken, von sehr wenigen Leuten. Das ist eine Regel. Die muss nicht so sein. Die kann auch anders sein. Ja, die Geldschöpfung ist ein besonders interessantes Phänomen, weil wenn man die Geldschöpfung betrachtet, dann weiß man auch, dass die Welt, so wie sie jetzt funktioniert, überhaupt nicht demokratisch sein kann. Weil wir haben ja alle in der Schule gelernt, alle Menschen sind gleich. Und wenn man das Prinzip der Geldschöpfung kennt, dann weiß man, dass nicht alle Menschen gleich sind, sondern wie George Orwell in der Animal Farm gesagt hat, einige Menschen ein bisschen gleicher als die anderen, nämlich diejenigen, die das Recht zur Geldschöpfung haben. Und wer hat das Recht zur Geldschöpfung? Das Recht zur Geldschöpfung liegt bei zwei Bereichen der Wirtschaft. Das Recht zur Geldschöpfung liegt auf der einen Seite bei den Geschäftsbanken und auf der anderen Seite bei der Zentralbank. Und nur diese beiden Bereiche machen die Geldschöpfung untereinander ab. Das geht folgendermaßen. Es gibt drei Prinzipien bei der Geldschöpfung. Das erste ist die Schöpfung von Bargeld. Die Schöpfung von Bargeld funktioniert ausschließlich über die Zentralbank. Die Zentralbank kann das Geld drucken und das dann über die Banken in Umlauf bringen. Das zweite ist die Schöpfung von Geld über die Kreditvergabe von Geschäftsbanken. Geschäftsbanken können Kredite vergeben und dadurch, durch die Vergabe von Krediten, schöpfen sie Geld aus dem Nichts. Es wird ganz oft verbreitet, dass es ein Mindestreserveprinzip gibt. Das heißt, dass die Geschäftsbanken das Geld von Einlegern nehmen und das weiterverleihen. Und dass der Gesetzgeber ihnen das Recht gegeben hat, etwas mehr zu verleihen, als sie eingenommen haben.
Das war früher mal der Fall, das ist aber heute im Zeitalter der elektronischen Gelderzeugung nicht mehr der Fall. Also die Banken haben heute das Recht, Geld aus dem Nichts zu schöpfen. Das heißt, eine Bank vergibt einen Kredit und wenn dieser Kredit vom Kreditnehmer irgendwann zurückgegeben wird, ist er verschwunden, aber die Bank hat das Geld für die Zinsen eingenommen. Das heißt, es ist ein einseitiger Geldfluss vom Kreditgeber vom Kreditnehmer zum Kreditgeber. Das ist das zweite Prinzip der Geldschöpfung. Das dritte Prinzip der Geldschöpfung ist eins, das funktioniert zwischen den Zentralbanken und den Geschäftsbanken. Nehmen wir das Beispiel Staatsanleihen. Ein Staat braucht Geld, er gibt Staatsanleihen aus. Diese Staatsanleihen verkauft er den Banken. Die Banken, die Geschäftsbanken wiederum, geben diese Staatsanleihen weiter gegen eine Gebühr an die Zentralbank. Die Zentralbank schöpft Zentralbankgeld aus dem Nichts und gibt es den Banken. Mit diesem Geld können die Banken dann wieder weiterarbeiten. Das heißt, hier wird Geld geschöpft, ohne dass der normale Bürger irgendwie an diesem Prozess beteiligt ist. Der ist am ersten, am zweiten und am dritten Prozess nicht beteiligt. Das heißt, das Prinzip der Geldschöpfung ist von allen sozialen Prozessen und allen politischen Prozessen ausgenommen und liegt allein im Bankensektor. Und da Geld ja die wichtigste Ware der Welt ist, also schon seit Jahrhunderten, haben diese Leute sich ein Privileg erarbeitet oder erschaffen, was niemand heute in der Politik auch in Frage stellt. Da wurde auch schon viel drüber diskutiert, auch vor 100 Jahren schon viel drüber diskutiert. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das sind natürlich Machtfragen. Und da, wo Macht eine Rolle spielt, muss man sich natürlich nicht wundern und wird sich auch keiner wundern, dass man da nicht einfach so in einer Zeitung, die in privaten Händen ist, dann ganz unabhängig informiert wird. Natürlich gibt es da Interessen und es gibt natürlich, es gibt auch eine Art Klassenbewusstsein. Also wenn man sich anschaut, die Eigentümer der größten Medienkonzerne der Welt, die gehören ja einer Klasse an. Das ist ja eine Gesellschaftsschicht. Die haben ein gemeinsames Interesse. Die haben auch zum großen Teil auch ein Bewusstsein für dieses gemeinsame Interesse, was sie haben. Muss man sich klar machen. Und dieses Bewusstsein gibt es an der unteren Ebene kaum noch. Die Gewerkschaften sind sehr schwach geworden. Alle Organisationsformen auf unterer gesellschaftlicher Ebene, also auf Ebene der Leute, die kein Geld haben, sind in den letzten Jahrzehnten sehr schwach geworden. Und es gibt immer weniger ein Bewusstsein, dass es ein gemeinsames Interesse der Leute gibt, die wenig Geld haben. Was natürlich der Fall ist. Aber viele machen sich das immer noch nicht richtig klar. Und solche Sachen wie jetzt vor einiger Zeit die Gelbwesten-Proteste in Frankreich machen vielleicht einigen wieder deutlich, dass es da ein großes gemeinsames Interesse gibt. Am unteren Ende der Gesellschaft auf Seiten der Armen und der Leute, die wenig Geld verdienen. Und dass man das artikulieren kann. Und auch sollte und auch deutlich artikulieren sollte, was dieses gemeinsame Interesse ist. Denn die Leute an der Spitze, die artikulieren ihr Interesse sehr konkret und setzen ihr Interesse auch sehr konkret durch. Die sind sehr gut organisiert. Also wenn eine Gesellschaft so aufgebaut ist, dass es da welche gibt, die mehr zu sagen haben als die anderen, dann haben diejenigen, die mehr zu sagen haben, auch größere Einflussmöglichkeiten auf das, was die anderen denken. Und die können ja auch stärkeren Einfluss darauf nehmen, welche Lebensbedingungen die so vorfinden. Und dieses Umfeld, in dem ein Mensch sich bewegt, bestimmt ja dann auch, was er für Überzeugungen hat, was er für Wünsche, für Sehnsüchte, für Ziele hat und was er dann auch sich wünscht, wie es weitergeht. Und damit wählt er dann am Ende auch eine Partei, die ihm möglicherweise verspricht, dass sie das genau macht, was er sich vorstellt. Aber ob das, was der sich vorstellt und was sich vielleicht viele in seiner Situation vorstellen, auch das ist, was der gesamten Gemeinschaft eines Landes, also allen Menschen, hilft, das ist damit noch nicht gesichert. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Die Menschen werden im Augenblick immer älter. Irgendwann haben wir über 50% Wahlvolk und die sind dann alle über 60. Die gewinnen jede Wahl. Mit einer Partei, die sie wählen, die ihnen nichts weiter verspricht, als dass sie sich um diese alten Leute ganz besonders kümmert. Das ist Demokratie. Und das kann aber nicht im Interesse dieses Landes sein und auch nicht im Interesse der Bevölkerung und auch noch nicht mal im Interesse des Überlebens unseres demokratischen Systems, weil wir ja eigentlich uns viel intensiver um diejenigen kümmern müssten, die in diese Gesellschaft hineinwachsen. Eigentlich müssten wir fragen, was brauchen denn die Kinder und Jugendlichen, damit die diese ganzen Fähigkeiten entwickeln können, die sie brauchen, damit sie später mal demokratiefähig werden. Und wenn man ihnen das alles gibt, also wenn man sagt, okay, dann machen wir Schulen so,
dass die nachwachsende Generation starke Persönlichkeiten werden, dass diese vielen jungen Leute aus der Schule kommen und eine irrsinnige Lust haben, dieses Leben zu gestalten, dass die sich endlich dran machen und zupacken und in der Schule gelernt haben, gemeinsam die Probleme zu lösen, die es da so gibt, die also richtig tatenkräftig, wissensdurstig und mit großer Gestaltungslust unterwegs sind. Und wenn die alle aus der Schule kommen und sich dran machen, diese Welt zu gestalten, dann müsste man ja Schule ganz anders machen. Also da müsste man ja Schule so machen, dass etwas dort passiert, was da im Augenblick gar nicht vorkommt. Also dürfte ja Schule nicht länger ein Ort sein, an dem man seine Gestaltungskraft und seine Begeisterung über das, was es alles zu entdecken und zu gestalten gibt, verliert. Und das würde heißen, da müsste man ja so vieles abschaffen, was in der Schule so ganz normal ist. Also zum Beispiel, dass man hin muss. Dann müsste man ja Schulen haben, wo die Schüler sagen, wann darf ich endlich wieder in die Schule, weil es dort so toll ist. Dann macht es auch keinen Sinn, in solchen Schulen noch weiter Bewertungen vorzunehmen, um die Schüler in gute und schlechte einzuteilen. Dann müsste man aufhören, Schulen so zu betreiben, als seien das Sortieranlagen für spätere Karrieren. Und wenn das jetzt eine politische Partei beschließen wollte, Abschaffung der Schulzensuren, Abschaffung des Unterrichts, Abschaffung des Schulzwangs, dann ist die übermorgen abgewählt. Weil es zu viele Leute gibt, die glauben, dass das alles sein muss, damit ihre Rente gesichert ist. Das ist auch ein Zeichen der Zeit. Das ist ein Mangel an Empathie, die diese Gesellschaft mitprägt inzwischen. Weil, da sind wir wieder bei einem Kern der Sache, dass die Empathie halt kein Wert ist in dem kapitalistischen System. Das Mitgefühl mit dem anderen ist ja eher ein Hinderungsgrund des eigenen Vorwärtskommens. Weil letztendlich muss ich ja genau diese Ellbogen einsetzen und den anderen auch klein machen und mich am besten über den drüber oder auf den drauf stellen, um selber noch größer zu sein und selber größer zu wirken. Und das zählt mehr als ein solidarischer Gedanke. In dem derzeitigen demokratischen System haben wir ja keine isolierte Demokratie, in der Ideenwettbewerb herrscht und alle die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung haben, ihre Ideen vorzustellen, respektive für ihre Ideen Mehrheiten zu gewinnen, sondern wir haben unsere Demokratie gesellschaftlich gemischt mit einem Kapitalismus, der genau entgegengesetzt funktioniert und auch formuliert ist. Das heißt, Demokratie bedeutet Gleichheit der Interessen, Augenhöhe. Kapitalismus ist immer hierarchisch, ist immer eingeteilt in den Besitzenden und in den Besitzlosen, der für ihn arbeitet. Das heißt, es ist im Grunde ein Regelungssystem, was Ungleichheit fördert. So, und wenn wir beide Systeme gleichzeitig am Laufen haben, dann ist es ja so, dass das System eigentlich permanent mit einem logischen Bruch leben muss, nämlich mit auf der einen Seite Ungleichheit, auf der einen Seite Gleichheit. So, oder es wird immer suggeriert, es ist Gleichheit, aber dabei nehmen alle wahr, dass es ungleich ist. Und jetzt ist der Kapitalismus ja nicht einfach eine Form, die einfach friedlich koexistiert mit anderen gesellschaftlichen Idealen, sondern die nimmt sich alle gesellschaftlichen Bereiche und schafft sie mit in die kapitalistische Verwertungslogik einzugliedern. Das heißt, es geht nicht mehr nur noch darum, irgendwie das Wirtschaftliche, also die Ökonomie kapitalistisch und marktwirtschaftlich organisiert ist, sondern alle Lebensbereiche, der kulturelle Lebensbereich, der ökologische Lebensbereich bis hin zu die Partnerschaftssuche. Alles ist durch und durch ökonomisiert und wir leben ja irgendwie in der Illusion, oder es wird zumindest gesagt, dass alles bis auf der politische Raum sozusagen ökonomisiert ist. Und das ist nicht wahr. Der politische Raum ist durch und durch ökonomisiert. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir die Ökonomie so groß machen und den Menschen so als Subjekt so klein machen und die Ökonomie beherrscht vollständig den Menschen, wo es eigentlich andersrum sein könnte und auch so gedacht war, weil die Ökonomie ist nur ein Resultat menschlichen Handelns. Mittlerweile ist Ökonomie Strukturzwang und wir müssen uns als Mensch und auch als Politiker und als Bevölkerung diesen riesigen, aufgetürmten Strukturen beugen und können nicht mehr demokratisch sein.
So radikal es heute noch erscheinen mag, die vielfältigen Interessen in der Bevölkerung gleichwertig gegeneinander abzuwägen, in der Zukunft wird es wohl gesunder Menschenverstand sein. Denn die Entscheidungsfindung auf nur wenige zu begrenzen, löst das eigentliche Problem nicht. Es führt nur dazu, dass sich die Interessen einiger weniger leichter durchsetzen lassen. Ich habe neulich im Fernsehen eine Umfrage gesehen auf der Straße und es wurde die Frage gestellt, wer hat die Macht im Land? Und das Interessante bei dieser Umfrage war, dass unglaublich viele Antworten kamen, die auch sehr unterschiedlich waren. Also die Politiker, die Merkel, die Banken, die Wirtschaft, das Kapital, gab es sehr viel irgendwie. Aber kein einziger eigentlich die Antwort gegeben hat, was der Ursprung der Demokratie ist, nämlich es ist die Herrschaft des Volkes. Also der Bevölkerung, von uns allen. Und ich glaube, das ist das, was am Ende Aufgabe der Politik ist, nämlich die Rechte der Bevölkerung, und zwar aller in der Bevölkerung, zu wahren und zu bewahren. Das ist der Auftrag, den sie eigentlich haben. Und wenn sie diesen Auftrag nicht erfüllen, dann ist es die Aufgabe der Bevölkerung, diese Leute abzuwählen. Einfach zu sagen, das ist nicht die Vertretung, die wir haben wollten. Die haben über die letzten Jahrzehnte bewiesen, dass sie Erfüllungsgehilfen der Wirtschaft, der Banken geworden sind, der Reichen. Sie interessieren sich für den Otto-Normalverbraucher relativ wenig. Sie interessieren sich für die Macht, um der Macht willen und nicht um diese Macht zu nutzen. Für Veränderungen, für eine Gestaltung der Zukunft. Es gibt so viele Optionen. Sie haben es zugelassen, dass letztendlich nicht die Politik der Wirtschaft die Rahmenbedingungen diktiert, sondern die Wirtschaft der Politik die Rahmenbedingungen diktiert. Also sind sie die Falschen. Dann nehmen wir mal andere. Ja, es gibt ja das schöne Zitat von Horst Seehofer, das hat er mal in einer Fernsehshow gesagt. Diejenigen, die gewählt sind, die haben nichts zu sagen. Und diejenigen, die was zu sagen haben, die sind nicht gewählt. Das hat also vor einigen Jahren der Herr Horst Seehofer gesagt. Und und die Frage war jetzt, wer regiert sozusagen. Natürlich stellt man sich diese Frage und viele Leute haben da auch ein Bauchgefühl dazu. Und es gibt das Sprichwort, Geld regiert die Welt. Natürlich, das ist ganz banal gesagt, die Wahrheit. In einer so ausdifferenzierten und modernen Gesellschaft, in der wir leben, haben sich ganz komplexe komplexe Strukturen entwickelt. Man kann jetzt nicht sagen, es ist alles nur eine kleine Gruppe, die Fäden zieht. Das wäre jetzt wirklich zugespitzt. Aber es gibt natürlich Strukturen, Netzwerke, Lobbygruppen, die sich über die Jahrzehnte entwickelt haben, wo Entscheidungen, bevor Entscheidungen fallen im Bundestag und so weiter, wo erstmal ein Konsens gesucht wird. Es gibt zum Beispiel, kennen ja die meisten, das Weltwirtschaftsforum in Davos. Da treffen sich immer im Januar die reichsten Leute, Konzernchefs aus aller Welt und führende Politiker, ein paar Medienschaffende sind dabei und diskutieren alle möglichen Themen, die gerade so auf der Tagesordnung stehen. Und auf solchen Runden in Davos oder ein anderes Beispiel ist die Bilderberg-Konferenz, immer im Juni an wechselnden Orten. Das sind natürlich Treffen, wo die reichsten Leute auf Politiker und Medienschaffende treffen und dort versuchen zu sondieren, wo können wir einen Konsens finden, mit dem alle aus dieser Elite einigermaßen leben können. Und dieser Konsens wird dort diskutiert unter Ausschluss der Bevölkerung und unter Ausschluss jeder Form von demokratischer Beteiligung. Das sind reine Elite-Clubs und insoweit natürlich überhaupt nicht vereinbar mit der Idee der Demokratie. Das sind aber Netzwerke und Strukturen, in denen viele Entscheidungen, die eine Regierung dann trifft, vorweggenommen werden, vordiskutiert werden, wo der Rahmen abgesteckt wird, von Alternativen, die dann der Bevölkerung präsentiert werden. Aber alles, was über diesen Rahmen hinausgeht, wird dann gar nicht mehr diskutiert im Parlament. Ja, die Politik, also es gibt ja politische Strukturen, die die Wahlen auch überleben. Also bei den Wahlen werden alle vier Jahre nur die Gesichter ausgetauscht, aber die Strukturen bleiben ja. Und die Strukturen, die haben wir ja schon seit Jahrzehnten. Eigentlich bei uns hier in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und diese Strukturen sind total verfestigt.
Und diese Strukturen bedeuten, dass wenn jemand zum Beispiel in den Bundestag gewählt wird, selbst wenn er für eine systemkritische Partei reingewählt wird, dass er sofort in eine Welt kommt, in der er belohnt wird mit viel Geld, mit vielen Privilegien. Also wer im Bundestag ist, bekommt ein recht hohes Monatsgehalt, ist sofort dem Fahrdienst des Bundestages angeschlossen, kann erster Klasse reisen, kann überall mit dem Taxi hinfahren, kann jederzeit ein teures Hotel sich buchen, hat die Tür offen in Stiftungen, kann dort nebenbei noch viel Geld verdienen, hat alle Gelegenheiten, in die Wirtschaft zu wechseln. Wir haben ja einige Fälle gesehen, und zwar parteiübergreifend. Wir haben bei den Grünen gesehen, dass Joschka Fischer jetzt Berater bei BMW und RWE ist, eine eigene Beratungsagentur auf dem Kudamm aufgemacht hat für Großkonzerne, gegen die er früher mal zu Felde gezogen ist. Ein anderes Beispiel ist Rezzo Schlauch, der ehemalige Abgeordnete aus Baden-Württemberg, auch der Grünen, der heute auch für die Industrie arbeitet. Andere Beispiele sind Herr Koch von der CDU oder Herr Pofalla von der CDU, der inzwischen im Vorstand von der Deutschen Bahn sitzt. Dann gibt es Gerhard Schröder, der in den Vorstand von Gazprom gewechselt ist und inzwischen für Nord Stream 2 verantwortlich ist. Also da gibt es eine Drehtür, durch die man gehen kann und durch die man sich dann auch finanziell ganz großartig belohnen kann für das, was man vorher getan hat. Jetzt sollte man fragen, was haben die vorher getan? Natürlich haben die vorher alles Mögliche getan, um diese Konzerne zu begünstigen. Den Leuten haben sie eines gesagt, aber in Wirklichkeit haben sie anders gehandelt. Also totaler Interessensgegensatz. Das gibt es immer mehr, das wird immer normaler. Auch in den USA wird das immer normaler. In den USA gibt es ganz markante Beispiele, dass Leute zum Beispiel für die Börsenaufsicht gearbeitet haben. Also die Unternehmen kontrollieren sollen und dann zu dieser Bank wechseln, die sie kontrollieren sollen, dann von der Bank wieder in die Börsenaufsicht wechseln. Das ist also ein Club von Leuten, die sich quasi gegenseitig kontrollieren kann man nicht nennen, kann man es nicht nennen. Das ist absurd, das ist nur noch Fassade, das ist nur noch schöner Schein. In den USA beim Thema Finanzregulierung ist das ganz massiv, aber auch bei uns. In Deutschland, viele werden es mitbekommen haben, als Olaf Scholz Finanzminister geworden ist nach der letzten Bundestagswahl 2017, hat er zum Staatssekretär, also zu seiner nächsthöhere Posten, hat er den Deutschlandchef der Bank Goldman Sachs ernannt. Also eine sehr Bank mit sehr zweifelhaftem Ruf, der jetzt eine Abteilung leitet, dann mehr. Als Staatssekretär leitet man ja noch, koordiniert man eigentlich die Arbeit des Ministeriums unterhalb der Ministerebene, wo es um Finanzmarktregulierung geht. Der Chef einer der Banken, die wirklich am fragwürdigsten sind im System, und das wird so hingenommen, wird so zur Kenntnis genommen. In den Medien habe ich wohlwollende Kommentare gelesen bei einigen großen Zeitungen. Einige haben es auch kritisiert, aber es gab jetzt keinen großen Aufschrei deswegen, Gott bewahre. Das ist natürlich eine Entwicklung, die natürlich auch mit Demokratie nichts zu tun hat. Das ist im Grunde Vetternwirtschaft. Wenn sowas in Russland passiert oder in einem anderen Land, dem unsere Regierung kritisch gegenübersteht, dann zeigt man mit dem Finger zu Recht darauf und sagt, das ist Vetternwirtschaft, das ist Korruption. Das findet ja bei uns genauso statt, ja, und auch auf sehr hoher Ebene. Bei uns ist jetzt, also in Deutschland ist es jetzt ein Staatssekretärsposten. In den USA ist es gang und gäbe, dass die Chefs der größten Banken direkt Finanzminister werden. Das ist da schon normal. So weit sind wir noch nicht, aber das ist bei uns der nächste Schritt. Das ist natürlich eine Entwicklung, die auch mit Demokratie überhaupt nichts zu tun hat. Es gibt Beobachter, die das schon seit langem eine Kleptokratie nennen. Also eine Kleptokratie ist eine Herrschaft der Plünderer, der Diebe. Das heißt, es sind die Leute an der Spitze, die das Gesamte nur noch ausnehmen zum eigenen Vorteil und im Grunde hinterlassen nur noch einen Gerippe eigentlich des Systems. Und viele sind der Auffassung, dass wir auf dem besten Weg in ein solches System sind. Und ich habe auch den Eindruck zunehmend, dass wir auf dem Weg in ein solches System sind, wenn wir es einfach mal so zulassen, dass solche Leute solche Posten bekommen. Und man hat ja heute keine Möglichkeit, dagegen was zu unternehmen. Und da muss man noch mal sehen, wie diese Politik organisiert ist. Also wenn wir Leute für den Bundestag wählen, dann wählen wir Leute, die anschließend im Bundestag sitzen. Aber die wichtigen Entscheidungen, die werden nicht vom Bundestag als Ganzes getroffen, sondern die werden getroffen in den Ausschüssen. Da gibt es den Verteidigungsausschuss, da gibt es den Finanzausschuss und so weiter. Und die tagen meistens hinter verschlossenen Türen. Und diese Entscheidungen werden der Öffentlichkeit auch meistens gar nicht mitgeteilt oder nur teilweise mitgeteilt. Oder sie werden so heruntergespielt, dass sie den Leuten als etwas anderes dargestellt werden, als was sie in Wirklichkeit sind. Tatsächlich begünstigen die aber immer die Finanzindustrie, die Großkonzerne, die Rüstungsindustrie und so weiter. Auch wenn sie da von Grünen oder teilweise sogar von Leuten der Linkspartei getroffen werden. Und so ist der Zustand, dass das Parlament und die Macht des Parlaments und die Macht der Bevölkerung
zunehmend ausgehöhlt wurde und die Ökonomie über die Politik vollständig ja, den Sieg davon getragen hat, eigentlich sehr augenscheinlich. Und das geht dann bis hin in diese Tendenzen, dass mittlerweile ursprünglich staatliche Verwaltungsbereiche privatisiert werden. Wir diskutieren ganz offen mittlerweile in Deutschland über eine Privatisierung des Gesundheitswesens. Wir diskutieren über die Privatisierung des Bildungswesens. Wir diskutieren über die Privatisierung von Rentensystemen. Niemand glaubt mehr daran, dass meine Generation, also dass ich noch irgendwie Rente bekomme, sondern wir investieren in irgendwelche privaten Fonds. Das heißt, staatliche Hoheitsbereiche werden mehr und mehr ausgehöhlt von privaten Unternehmen. Und diese Tendenz wird ja nicht dahin führen, dass die Wirtschaft als solches weniger Macht bekommt. Sondern es ist ein leichtes, salamimäßiges Ausbluten der Politik, des Gemeinwesens, des Staates, so wie wir es kennen, im aufklärischen Sinne, zugunsten der Wirtschaft, zulasten von uns Menschen. Und davon zeugen TTIP und sonstige Freihandelsabkommen. Also das muss man sich mal reinziehen, dass Parlamente sich selbst damit entmachten, indem sie TTIP und CETA zustimmen. Also das Wesen von Freihandelsabkommen ist, die Macht von Parlamenten zu beschränken, indem man internationale Schiedsgerichte verabschiedet, wo dann Investoren sozusagen einklagen können, in einem bestimmten Land weiterhin investieren zu können. Und die Parlamente sind dann weisungsgebunden. Und unsere Parlamente bestimmen das. Das ist die völlige Absurdität, die man sich vorstellen kann. Titel meines Buches war es ja, wir sind der Staat. Und das ist natürlich keine Zustandsbeschreibung, sondern eine Zielvorgabe, dass man versucht, auf all diese Fragen mehr Einfluss zu nehmen. Denn die Frage ist ja, wenn das Parlament eigentlich nicht die Gesetze schreibt, sondern in den Ministerien geschrieben werden und da wiederum von den Kanzleien aus den Unternehmen, haben wir natürlich eigentlich ein Primat der Wirtschaft und letztlich gar nicht des Staates oder zumindest eine Verflechtung der beiden. Und das hat die Demokratie nicht so vorgesehen. Das sind natürlich frustrierende Entwicklungen, wo Leute sagen, okay, das ist so negativ. Und das ist auch eine Gefahr, wo Menschen sagen, ich will mich mit Politik eigentlich nicht mehr befassen. Das ist alles ein korrupter Haufen. Das ist alles schlecht. Das ist alles negativ. Lasst mich damit in Ruhe. Das bringt natürlich auch nichts. Also man muss gucken, wo sind die Ansätze, wo können wir uns einbringen. Denn natürlich, wenn wir irgendeine Art von Politik, ist natürlich notwendig. Wir müssen das Gemeinwesen gemeinsam organisieren. Wir müssen schauen, wie ist das am intelligentesten machbar. Und Leute müssen sich einbringen, müssen sich engagieren. Aber ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich trete nicht in eine Partei ein. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich was bewegen kann. Den Eindruck habe ich heute auch nicht, dass ich in der Partei was bewegen könnte. Oder wovon jetzt alle reden, Wahlbeeinflussungen, ja, scheint wohl so üblich zu sein. Machen alle Regierungen, haben vielleicht die Russen in den USA gemacht, aber eine jüngste Untersuchung hat gezeigt, die USA haben sich seit 1945 in über 80 Ländern eingemischt bei Wahlen. Was ist da eigentlich legitim? Was ist noch im Interesse der Bürger? Wie weit sind sie überhaupt in der Lage, so eine Art Souveränität auszuüben, dass sie richtig informiert sind, worum es eigentlich geht? Und das alles muss man bedenken, wenn man denkt, Wahlen sind das Einzige, was eine Demokratie legitimiert und aufrechterhält und wichtig ist. Das ist, glaube ich, ein Scheinmaßstab. Sie kennen ja dieses Tucholsky-Zitat, und das war eben auch schon in den 20er Jahren. Wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie längst verboten. Wie könnte unsere Gesellschaft aussehen, wenn wir im gegenseitigen Interesse kooperieren? Wenn wir Entscheidungen im Dialog, anstatt durch Manipulationen oder von oben nach unten fällen?
wenn wir die vielfältigen Möglichkeiten von echter Mitbestimmung nutzen und soziale Werte wie Fairness, Gleichheit und Demokratie leben. Ich bin mit Prognosen zurückhaltend geworden, weil ich zu oft erlebt habe, ich habe es ja in der Wende auch erlebt, dass alles offen war. Und wir haben gehofft, das könne jetzt dahin führen, dass man über neue Formen von Demokratie gemeinsam nachdenken kann. Es gab den Verfassungsentwurf des Runden Tisches. Der hat zwar im Wesentlichen auf das ja an sich gute Grundgesetz aufgebaut, aber war in manchen Punkten doch moderner, zeitgemäßer, Basisdemokratie, Frauen, Umwelt, also eine ganze Menge, wovon wir uns was versprochen haben. Auch Wirtschaft, Kontrolle von Wirtschaft, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, inwieweit kann man die Demokratie eigentlich auf die Wirtschaft ausdehnen. Ein ungeklärter Punkt, weil es eigentlich noch nie versucht wurde. Also ich bin ja aufgewachsen in der DDR, da wurde ja eine Art Planwirtschaft versucht, also dass nicht Einzelne bestimmen, was produziert und verteilt wird, sondern dass man kollektiv darüber nachdenkt. Aber das hat eben auch nicht so richtig geklappt letzten Endes. Haben auch die Generaldirektoren, gut, die Belegschaften wurden angehört, es gab Versammlungen, aber bis heute sagen die Generaldirektoren, einer muss da entscheiden. Es geht nicht, dass alle alles entscheiden und über jeden Produktionsschritt eine Abstimmung gemacht wird. Das ist eigentlich nicht bis zu Ende durchgedacht. Aber der Punkt, dass sich die Demokratie auch auf die Wirtschaft ausdehnen muss, ist natürlich ganz wichtig, dass man über Fragen, was ist sinnvoll herzustellen, Waffen oder neue Energiequellen, wie kriegen wir diesen furchtbar bedrohenden Klimawandel überhaupt noch in den Griff. Da kann man nicht nur noch in Maßstäben von Profitmaximierung denken, dann hat man schon verloren. Das heißt, die Frage, was wird produziert, wer bekommt wie viel Anteil davon, das muss unbedingt auf eine Basis gestellt werden, auf der am Ende etwas fürs Gemeinwohl herauskommt und nicht für den Wohlstand und Reichtum der Privateigentümer. Also diese Grundsatzfragen, inwieweit ist bei Vorherrschaft von Privateigentum überhaupt eine demokratische Entscheidung möglich, das muss jetzt alles dringend diskutiert werden. Es geht also bis in die Medien hinein. Auch da hat schon vor 40 Jahren der von mir geschätzte einstige Verfassungsrechtler Hans-Wolfgang Böckenförde gesagt, er sieht eigentlich keine brauchbaren Vorschläge, wie man unter der Vorherrschaft von Privateigentum in den Medien Pressefreiheit garantieren kann. Da gibt es Abhängigkeiten, die sind einfach da. Die Hirnforscher haben sich ja lange darüber ausgelassen, ob der Mensch nun einen freien Willen hätte oder nicht. Und was viel spannender ist als dieser freie Wille, ist ja, dass der Mensch erst dann etwas wollen kann, wenn er sich vorher entschieden hat, dass er das auch will. Sonst macht das ja keinen Sinn mit dem freien Willen. Und das ist jetzt ein interessantes Phänomen, dass eigentlich für alles das, wo wir immer sagen, da brauchen wir Freiheit, Wahlfreiheit, Willensfreiheit, Gestaltungsfreiheit, keine Ahnung, was noch alles, immer ist die Voraussetzung dafür, dass man auch frei entscheiden kann, was man da tun will. Und da ist es nicht so ganz einfach, hirntechnisch, mit diesen freien Entscheidungen. Was mache ich mit einem, der so verbohrt ist, dass der überhaupt gar keine andere Idee haben kann als nur diese eine? Und dann kann er auch nur das eine entscheiden, nämlich das zu wollen, was er da im Kopf hat. Das heißt, die Freiheit eines Menschen, eine Entscheidung zu treffen, hängt sehr davon ab, inwieweit er die Situation durchschaut, in der er selbst ist. Es kann eigentlich gar kein Mensch eine Entscheidung treffen, wenn der nicht zumindest sich selbst versteht und weiß, warum er diese Entscheidung und aus welchen Gründen er diese Entscheidung jetzt trifft. Und da fürchte ich, kommen wir zurück zu den alten Griechen, die uns mal gesagt haben, es ginge darum, dass wir uns selbst erkennen. Wenn ich mich nicht selbst erkannt habe, kann ich eigentlich nichts entscheiden. Dann bin ich ständig in Gefahr, dass ich es so entscheide, wie es mir von anderen eingeredet worden ist. Oder,
weniger absichtsvoll, wie ich es von anderen gelernt habe, die aber auch das nur wieder von anderen gelernt haben und wo am Ende es nur darauf hinausläuft, dass wir alle etwas tun, weil das schon immer so gemacht worden ist. Wie soll ich etwas entscheiden, wenn ich mich dort, wo diese Entscheidung dann Relevanz besitzt, gar nicht auskenne? Das heißt, das Vornehmste, was der Mensch überhaupt mit seiner Freiheit anfangen kann, ist, dass er eine freie Entscheidung trifft. Und genau das ist aber auch so schwer, solange wir so zusammenleben und uns gegenseitig alles Mögliche einreden, wie wir das im Augenblick tun. Die Medien spielen da eine besonders interessante Rolle. Es ist natürlich so, dass die Menschen nur insoweit rational entscheiden können, wie sie auch mit allen Argumenten ehrlich und transparent versorgt werden und nicht keine verfälschten Informationen bekommen. Nicht nur von Lobbyisten zu Recht formulierte Ansichten serviert bekommen, sondern wirklich die ganze Breite der Ansichten wirklich fair und gleichberechtigt präsentiert bekommen. Und das haben wir heute leider immer weniger. Das ist ja auch die Medienvertrauenskrise, die wir seit einigen Jahren haben. Natürlich funktioniert das alles auch nur dann, wenn das Mediensystem so ist, dass die Leute einigermaßen fair und umfassend informiert werden und dass eben nicht bestimmte Themen völlig außen vor bleiben oder mit so Vokabeln belegt werden. Darüber spricht man nicht. Das ist Verschwörungstheorie oder Populismus. Diese ganzen Worte, die wir kennen, die uns eigentlich täglich um die Ohren gehauen werden, das sind ja alles Wörter, die mehr oder weniger dazu benutzt werden, bestimmte Themen aus der Debatte rauszuhalten. Das ist nicht ein reines Problem der Medien, sondern auch des Empfängers, nämlich des normalen Hörers oder des normalen Lesers oder der Leserin, die letztendlich nur das hören will, was sie gerne hören will. Und das findet statt. Das findet immer mehr statt. Und die Medien verstärken natürlich solche Meinungen. Wir haben natürlich immer wieder das gleiche Problem mit der Springerpresse, die letztendlich immer noch von sich behauptet, Nachrichten zu produzieren, aber letztendlich eine reine Meinungsmache sind letztendlich. Ja. Die nur eine Meinung transportieren und die dann behaupten, sie würden die Stimme des Volkes sein. Aber letztendlich steckt dahinten natürlich eine Agenda. Und diese Agenda ist bei allen Zeitungen natürlich zu erkennen. Und da kommen wir wieder zu einem springenden Punkt. Sie sind inzwischen längst natürlich Wirtschaftsunternehmen. Und sie sind darauf angewiesen, dass sie Werbekunden haben und dass sie Leser haben. Und sie werden natürlich einen Teufel tun, diese Leser zu verschrecken. Und sie werden einen Teufel tun, die Werbekunden zu verschrecken. Und deshalb arbeitet man natürlich bewusst oder unbewusst am Ende daran, die Leserschaft bei Laune zu halten. Und dann bleibt einem am Ende nichts mehr anderes übrig, als eine gesellschaftlich langläufige Meinung weiterzutragen. Und so haben wir alle natürlich in unserer Welt, wo wir aufgewachsen sind, sehr viel gehört. Von den Eltern sehr viel. Das ist sehr, sehr entscheidend. Dann von dem Lehrer, von der Lehrerin, vom Fernsehen, von den Zeitungen. All das hat ein riesen Netz gegeben in unserem Kopf. Und so sprechen wir jetzt. Das ist unglaublich. Wir geben in vielen Bereichen einfach das wieder, was wir schon mal gehört haben. Also das ist schon Copy-Paste zum Teil. Aber ein Teil ist auch freies Denken. Ist aber schwierig. Freies Denken bedeutet wirklich, dass man nicht etwas wiederholt, was man genau so gehört hat, sondern dass man seine eigenen Gedanken zusammensetzt. Die Bruchstücke sind natürlich wiederum Buchstaben, die man von außen gehört hat. Jeder arbeitet sozusagen mit den gleichen Lego-Bausteinen, aber er baut halt eine neue Mauer auf seine Art. Aber sehr vieles ist, dass wir die Dinge einfach wiedergeben. Viele sind immer noch in dem Denken, naja, ich hätte doch so gern einen, der es mir sagt und dann kann ich beruhigt mich mein Ding wieder. Das wird nie so sein. Also das ist auch eine Notwendigkeit von Demokratie. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Demokratie wird es nicht geben, wenn Leute dann doch nicht die Mühe aufbringen wollen, sich wirklich ein Urteil zu bilden und wirklich sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Das gehört halt auch dazu, ist ja ganz klar. Weil wenn man einen Text liest, denkt man mit dem Kopf des anderen. Also in dem Moment, wo da steht,
denk nicht an einen rosaroten Elefanten, denkt man das schon. Man kann gar nicht, also das ist so eine direkte Beeinflussung der Neuronen, die hier im Hirn sind, dass was, wenn man etwas hört, dann verknüpfen die das hier drin, sofort. Und dann muss man das natürlich, diese Verknüpfung, als eine mögliche Verknüpfung sehen und sich durch Beobachten dieser Verknüpfung wieder sagen, ja, vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Also wir müssen einfach raus aus dieser Vorstellung, ja, jetzt muss man einfach einen anderen Politiker, eine andere Partei und die machen es dann für uns. Also das ist es wahrscheinlich nicht. Oder jetzt das Medium und den glaube ich jetzt immer. Das ist es wahrscheinlich nicht, sondern es ist wirklich mehr so, dass man selber sich eine Kompetenz aneignet. Das dauert, das braucht Zeit, dass man wirklich selber merkt, okay, an der Stelle, da sind die vielleicht gut, da kann ich denen glauben. Bei dem Thema, da sind vielleicht doch die anderen. An der Stelle ist vielleicht tatsächlich die Tagesschau dann doch eine gute Quelle, vielleicht nicht nur beim Sport und beim Wetter, vielleicht haben sie auch noch andere Kompetenzen, sei mal dahingestellt. So, also dass man wirklich sich sein Programm selber zusammenstellt und einfach eine Kompetenz entwickelt für sich, dass man selber sagt, ich kann das selber entscheiden, was ich für Informationen an mich ranziehe und wo ich mir meinen Reim drauf mache, denn ich bin eine souveräne Persönlichkeit, die sich ihr eigenes Bild machen kann, die nichts vorgekaut bekommen muss. Das heißt, jede Verknüpfung, die man im Kopf hat, die man über die Medien bekommt oder über Gerüchte, Gespräche, Aussagen von Experten auch, soll man prüfen, also auch meine Aussagen. Man soll alles prüfen. Ich habe mich lange gefragt, wie man einen Menschen überhaupt dazu bringen kann, dass der überhaupt eine Entscheidung trifft. Weil ich festgestellt habe, dass jede Veränderung, die man sich wünscht, die ein anderer vielleicht vollziehen sollte, nur dann möglich ist, wenn der das entscheidet. Und als Wissenschaftler bin ich auf eine einzige Antwort gestoßen. Ich muss es ihm ermöglichen, dass er sich entscheiden kann. Das heißt, ich muss ihm erklären oder ich muss ihm verständlich zu machen versuchen, was das bedeutet und was das andere bedeutet. Und wie das miteinander zusammenhängt. Und dann kann er zumindest aus diesem Wissen heraus sich möglicherweise dafür entscheiden, das eine zu tun und das andere zu lassen. Das ist aber immer noch sehr manipulativ, weil ich ja bestimme, was ich dem an Informationen gebe. Und deshalb glaube ich, die noch geschicktere Version wäre, dass man einen Menschen mit sich selbst in Konflikt bringt. Solange der immer gerade auslaufen kann, weil es da ja schon immer lang gegangen ist, da hat er gar keinen Grund davon abzuweichen. Und wenn der aber plötzlich so eine Situation erleben muss, in der er merkt, dass der Weg, den er da gehen will, zwar der ist, den er schon immer gegangen ist, aber dass der Weg ihn daran hindert, den anderen Weg zu gehen, den er ja auch gehen könnte und der ihm jetzt vielleicht viel attraktiver erscheint, dann kommt er in ein Dilemma. Und das ist, glaube ich, das Beste, was einem im Hirn passieren kann, dass man zwei Dinge gleichzeitig will, die überhaupt nicht gleichzeitig gehen. Weil dann muss man sich tatsächlich entwickeln. Da muss man raus aus den alten Mustern, muss sich fragen, wo man überhaupt ist. Und dann findet man oftmals Lösungen, die einen tatsächlich weiterbringen. Und das kann manchmal sehr schwer sein, aus den eingefahrenen Mustern nicht nur im eigenen Gehirn herauszukommen, sondern das sind ja auch eingefahrene Beziehungsmuster, mit denen man mit anderen Menschen in Verbindung steht, in Partnerschaften, in Freundschaften, in Bekannten- und Verwandtenkreisen. Und dann ist man ja auch noch Teil dieser Region, aus der man kommt, und Teil dieses Landes und Teil dieses Kulturkreises. Also da ist schon sehr viel Umorganisationsarbeit im Hirn notwendig. Aber wenn man weiß, dass man dann unter Umständen glücklicher wird als vorher, weil man wieder zu sich selbst zurückgefunden hat, dann nehmen das viele Menschen in Kauf. Und das sind sehr interessante Persönlichkeiten, die dann aus solchen Transformationsprozessen, aus eigenen Transformationsprozessen hervorgehen. Die können dann alles, was sie vorher gelernt haben. Das müssen sie ja nicht aufgeben. Aber sie sind plötzlich jemand anders und sie tun es aus einem anderen Grund. Das, was sie machen, tun sie, weil sie das Gefühl haben, dass das so getan werden sollte. Sie haben einen inneren Maßstab plötzlich, der ihr Handeln bestimmt. Und das ist sehr interessant, solche Menschen zu treffen. Gibt nicht sehr viele davon. Es
Es ist seltsam, wie sehr ökonomische Fragen heute unser Denken und Handeln dominieren. Dabei sind es doch moralische Fragen, die wir uns bei den bestehenden Verhältnissen stellen müssten. Wenn wir unsere Gesellschaft verändern wollen, müssen wir verstehen, wie die Sprache der Ökonomie unsere Wahlmöglichkeiten einschränkt und von den tiefer liegenden Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft ablenkt. Worum geht es uns? Ums Konkurrieren und Akkumulieren? Oder ums Teilen und das Miteinander? Die großen Hindernisse dafür liegen nicht in Gesetzen und Regeln, sondern in unserem Denken. Wir sind voneinander wechselseitig abhängig. Und den größten Einfluss haben wir dabei auf uns selbst. Die meisten Menschen glauben, es gäbe eine Lösung, die schon da ist. Und es müsste nur einer kommen, der die jetzt umsetzt. Für viele alte Probleme gilt das auch. Also das, da würde ich sagen, das sind ja dann eigentlich gar keine Probleme, weil da weiß man ja sowieso, wie es geht. Die richtigen dicken Probleme als Menschen haben wir dann, wenn wir uns wirklich in Neuland vorwagen, wo keiner weiß, wie es geht. Diese ständige Frage, wenn ich sage, wir brauchten eine Art des Zusammenlebens, die Menschen das Gefühl gibt, dass sie noch nie so frei waren und sich so autonom entfalten konnten wie in dieser Gemeinschaft. Dann höre ich immer, ja, wo gibt's denn sowas? Und das hat doch noch nie jemand auf der Welt entwickelt. Ja, genau das ist es ja. Deshalb brauchen wir es ja. Und es weiß keiner, wie es geht. Aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht versuchen können. Und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema im Hirn. Wir Menschen wissen nicht, wie Menschsein geht. Wir wissen auch nicht, wie Zusammenleben organisiert werden muss. Wir müssen das alles erst rausfinden. Wir sind Suchende. Und bei dieser Suche können wir uns eben auch verirren. Und das ist uns ja auch schon einige Male in unserer bisherigen Geschichte auf beklemmende Weise passiert. Tja, kein fertiges Modell, aber die Botschaft, dran zu bleiben, seine eigenen Interessen zu vertreten, wenn man es nicht selber macht. Es ist schwer, sich darauf zu verlassen, dass andere es schon machen werden. Also letztendlich nicht die Ausrede geltend zu machen, die Politik macht eh nichts. Die müssten was machen, weil darauf können wir noch lange warten, dass da was passiert. Also es gibt überall den Versuch, da reinzugehen, und es geht selten ohne gesetzliche Veränderung. Also das ist ein ganz wichtiger Machthebel, dass man sich anschaut, wer hat hier eigentlich in wessen Interesse welche Gesetze erlassen, unter denen wir nun leben. Wenn wir erkennen, wer die Rahmenbedingungen für die Politik bestimmt, dann wissen wir, dass die Politik in den letzten Jahren und Jahrzehnten Erfüllungsgehilfe der Wirtschaft und der Reichen geworden sind und letztendlich die Interessen eines Großteils der Bevölkerung außer Acht gelassen hat. Das Problem ist, dass ein Großteil der Konsequenzen nicht von uns, sondern von unseren Kindern und von unseren Enkeln getragen werden wird. Und deswegen sind wir in der Verpflichtung, hier aufzustehen und zu sagen, Schluss jetzt, weil es wird unsere Kinder und unsere Enkel ganz böse betreffen. Jeder kann sich fragen, was kann ich tun? Und sei es nur, dass man mehr wieder miteinander redet über diese Dinge. Es wird ja kaum öffentlich gesprochen, dass man in seinem Kreis diese Dinge einfach mal thematisiert. Wenn man irgendwas liest im Internet oder eine Doku sieht im Fernsehen, dass man über solche Sachen auch mal wieder diskutiert miteinander. Ich glaube, das ist wirklich der Anfang, wo wirklich Dinge entstehen. Einfach im Gespräch mit einem ganz kleinen Kreis, ja, mit den Leuten, mit denen man täglich zu tun hat. Das ist, ohne dem wird überhaupt nichts passieren. Also das ist der Anfang. Der normale Bürger geht nicht davon aus, dass das Finanzsystem inzwischen sein Leben bis in die letzte Einzelheit beherrscht. Das heißt also, egal was wir kaufen können, egal wie wir die Ausbildung unserer Kinder gestalten, ob wir eine Universität besuchen oder nicht,
All das hat mit dem Finanzsystem zu tun, weil das Finanzsystem hat sich wie eine Krake auf die Realwirtschaft draufgesetzt und saugt die Realwirtschaft aus, saugt diesen ganzen Profit raus. Das heißt, einige wenige Milliardäre in der Welt haben immer mehr Geld zur Verfügung, während da, wo Geld wirklich gebraucht wird, also für Ausbildung, für Krankenpflege, für Altenpflege und so weiter, immer weniger Geld zur Verfügung ist. Und das muss uns bewusst sein, dass das am Ende diesen Staat zerstört. Ja. Diesen Sozialstaat zerstört und diese Gesellschaft auch zerstört, ja, weil der alte Gedanke der Solidarität am Ende dann nicht mehr zählt. Und letztendlich ist das Einzige, was eine Gesellschaft zusammenhalten kann, das ist Solidarität. Ja. Und zwar nicht Solidarität mit den Banken und den Unternehmen, mit den Reichen, sondern Solidarität mit denen, die einfach schwächer sind, ja, die letztendlich Hilfe benötigen, aus irgendeinem Grund. Ja. Und am Ende dann auch zu fragen, warum sind sie in dieser Situation? Nicht immer nur zu sagen, okay, wir geben dann gönnerhaft denen das Geld und dafür sollen sie nicht aufmucken, ja, sondern zu fragen, warum sind die an dem Punkt angekommen? Warum sind sie hilfsbedürftig? Und die Strukturen zu verändern, die diese Hilfsbedürftigkeit vielleicht auflösen. Ne? Und dementsprechend ist die soziale Öffnung der Eliten immer ein wesentlicher Punkt. Es hängt mit den anderen Entwicklungen zusammen, aber nur, wenn in den Eliten, und das gilt in erster Linie erstmal für die politische Elite, wenn sich dort die soziale Zusammensetzung deutlich verändert, wird sich der Blick auf die gesellschaftliche Realität verändern und das hat dann Konsequenzen für das Denken und Handeln dieser Person. Das wird in der Wirtschaftselite nicht passieren, weil die Wirtschaftselite eben bestimmt wird durch das Eigentum an den Unternehmen und die Eigner können, ob sie nun über Aktienpakete verfügen oder ob ihnen das Unternehmen allein gehört, natürlich bestimmen, wer an der Spitze dieser Unternehmen steht. Deswegen ist das in der Wirtschaft seit Jahrzehnten stabil, diese 80% aus den oberen 4% der Bevölkerung, was die Topmanager angeht. Aber auch da kann man natürlich die Handlungsspielräume massiv einengen. Man muss einfach noch mal gucken, was ist an Vernünftigen eigentlich schon gedacht worden, was nicht umsonst von der Macht verhindert wurde. Und was davon wäre aufzunehmen. Also selbst an den sogenannten realsozialistischen Ländern könnte man schon auch noch mal gucken, ob es da bei aller fehlenden Demokratie nicht trotzdem emanzipatorische Ansätze gab, gerade auch im Eigentumsbereich, im sozialen Bereich. Wir wollen ein intelligenteres Belohnungssystem als der Kapitalismus. Der Kapitalismus belohnt Egoismus und Gegeneinander und grenzenloses Wachstum und schrankenlose Machtkonzentration. Das ist eigentlich ein sehr dummes Belohnungssystem und kontraproduktives. Und wir wollen stattdessen Kooperation und Solidarität und nachhaltiges Wirtschaften und Regionalität und Resilienz und ein würdevolles Miteinander belohnen. Das ist der Unterschied zwischen der Gemeinwohlökonomie und dem Kapitalismus. Es gibt ja immer wieder Versuche und anders kann ich es mir auch nicht erklären, als einfach es zu versuchen, wenn man scheitert, in Kauf zu nehmen, dass man beim nächsten Mal besser scheitern wird. Auf keinen Fall aufgeben und sich in die Zuschauerdemokratie zurückfallen lassen. Und da hoffe ich sehr, dass wir eigentlich, wenn wir mehr über Demokratie lernen, wenn wir mehr über Medien lernen, dass wir mehr über friedliche Kommunikation lernen. Wertschätzende Kommunikation. Jemand, der nicht ungerecht ist, der nicht ausbeuterisch ist, der hat nichts zu befürchten in der Demokratie. Jemand, der ein guter Mensch ist, hat nichts zu befürchten. Also wir können träumen. Wir können Visionen entwickeln. Wir können Ideen entwickeln, wie etwas werden könnte, wenn es denn so werden würde, wie wir uns das wünschen. Wir können Bedürfnisse haben. Wir können das. Und wenn wir eine Vorstellung entwickeln, wie das aussehen könnte, wenn wir es machten, dann können wir das auch immer wieder abgleichen mit dem, was wir im Augenblick haben, können prüfen, ob das sehr wahrscheinlich ist und dann können wir uns entscheiden, es zu machen. Und dann tun wir es einfach. Ja, warum um alles in der Welt soll der Souverän nicht selbst bitte entscheiden dürfen, ob ihm das schmeckt, was da ausverhandelt wurde und wovon er da so profitieren soll in Summe. Und eben nicht nur einige Exportbranchen zum Beispiel oder einige mächtige Industriezweige, sondern der gesamte Souverän. Ja. Allein die Möglichkeit eines Volksentscheids würde dazu führen, dass die repräsentative Politik repräsentativere Entscheidungen trifft, weil immer das regulierende Kollektiv
als Drohung, als Damoklesschwert ja über ihn schwebt. Ja, und wenn das tatsächlich so ist, wenn die Regierung glaubhaft machen kann, dass das allen nützt und nicht nur einigen Interessensgruppen, ja, dann wird das ausverhandelte Ergebnis eh angenommen. Und dann ist es demokratisch viel stärker legitimiert als heute. Wir haben alle Voraussetzungen dazu, demokratisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir haben sogar die Institutionen dafür. Sie funktionieren nur nicht so, wie sie sollten. Und das ist eigentlich der Punkt, warum es so sinnvoll ist und so logisch ist und so folgerichtig ist, sich für eine Demokratisierung einzusetzen, weil von der Idee und im Wesen sind das die richtigen Ansätze und auch die richtigen Vorzeichen. Aber natürlich ist aus Sicht der Herrschenden immer ein Interesse da, möglichst wenig Demokratie zuzulassen und möglichst viel sie selber entscheiden zu lassen. Und das ist wie ein Kulturkampf, der sich über Jahrtausende immer wieder zeigt. Im Grunde, es geht immer darum, wer sind diejenigen, die gerade in Besitz sind, und die wollen ihre Rechte und ihre Privilegien in die Zeit fortschreiben. Und wir aber sind historisch gesehen an dem einzigartigen Punkt, dass wir mit unserem Parlament diese Ungerechtigkeit und Ungleichheit einfach entmachten könnten, wenn wir es nutzen würden. Wenn wir es einfach heute benutzen würden, so wie es gedacht ist, nämlich als Bevölkerungsvertretung. Wenn sich was ändern soll, dann müssen wir das ändern. Habt ihr nichts daraus gelernt? Hat man euch denn nicht erklärt, wie die Regeln funktionieren, das Spiel verstehen und auch kapieren, dass diese Welt niemand gehört? Ihr steht hier und wir stehen da. Vor lauter Angst sieht keiner klar. Ihr seid wütend, wir können's verstehen, doch diesen Weg voll Hass zu gehen, löst kein bisschen das Problem. Aus Angst wird Hass, aus Hass wird Krieg, bis die Menschlichkeit am Boden liegt, bis hier alles explodiert und jeder den Verstand verliert. Das alles hatten wir schon mal. Und ich hab keine Lust, nur zuzusehen, bis alles hier in Flammen steht. Ich hab zu viel Angst, still zu sein. Es ist nur ein Lied, doch ich sing's nicht allein. Und wie schon lang glaub ich daran, the world will live as one. Da 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 da. Unsere Zeit ist nur geliehen. Wollt ihr sie wirklich so verbringen? Was muss passieren, damit ihr seht, dass das hier auf der Kippe steht und dass es nur gemeinsam geht? Denn aus Angst wird Hass, aus Hass wird Krieg, bis die Menschlichkeit am Boden liegt, bis hier alles explodiert und jeder den Verstand verliert. Das alles hatten wir schon mal. Und ich hab keine Lust mehr zuzusehen, bis alles hier in Flammen steht. Ich hab zu viel Angst, still zu sein. Es ist nur ein Lied, doch ich sing's nicht allein. Ihr könnt Hass verbreiten, Ängste schüren. Ihr werdet diesen Kampf verlieren. Denn wie John Lennon glauben wir daran, dass diese Welt eins werden kann.